Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer Runde Dave the Diver, ein niegelnagelneues Spiel, was, glaube ich, sehr, sehr gut ist. Hat sehr ansprechende Wertungen, ausgesprochen gut auf Steam, und es ist, glaube ich, echt eine Reise wert. Wir machen mal ein neues Spiel. Ich weiß gar nicht, ob man das am besten mit Pad oder Maus und Tastatur spielt, das Ganze in einem sehr putzigen Pixel-Look. Aber das soll, glaube ich, nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich durchaus um ein komplexes Spiel handelt. Ein schönes Spiel, ein Singleplayer-Spiel. Und das dürfte da wohl jetzt wohl Dave sein, oder? Daves Füße. Ich kann mich voll mit Dave identifizieren. Wer stört Dave? Okay, es gibt leckere Fischplatte. Und Dave hat voll Bock auf leckere Fischplatte. Schnappt sich die Tasche und fliegt mit einer zweimotorigen Propellermaschine. Keine Ahnung. Irgendwo hin. Trinkt ein Rootbeer. Ist ein entspannter Typ, ich mag den direkt, der ist mir direkt sympathisch. Hat so einen kleinen Wohlstandsbauch, ungefähr mein Alter. Muss ich jetzt schon irgendwas machen? Nee. Muss ich das jetzt überspringen? Ich glaube, ich muss es jetzt überspringen. Dave ist 25, ja, sag ich doch, ungefähr mein Alter. Ich glaube, ich muss das überspringen, da passiert nichts mehr. Oh, du bist schnell gekommen, Dave. Ja, ich wurde gebeten, mich zu beeilen. Ich war gerade im Urlaub, weißt du. Wo ist das ganze tolle Sushi? Ha, keine Eile, sieh dich erstmal um. Schau dir mal dieses riesige blaue Loch an. Sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist nicht nur groß. Jedes Mal, wenn man dieses riesige Blauloch betritt, verändert sich sein Terrain und seine Ökologie. Und es ist eine brillante Geschäftsmöglichkeit. Was für eine Art von Geschäft. Lass uns später darüber reden. Ich habe gehört, du bist länger nicht mehr getaucht. Vielleicht solltest du erstmal wieder etwas üben. Von hier ab werde ich dich durchführen. Nur zu, geh hinein. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl dabei. Prolog. Eine Sushi-Bar am blauen Loch. Und mit X hinein ins blaue Nass. Plattendoktorfisch. Aha. Oh, okay. Guckt euch das an. Ist das nicht nice? Oh, Mann. Du bist noch in guter Form. Hahaha. Okay, aber das war erst der Anfang. Beweg dich zum markierten Bereich. Mit LT kannst du dich schneller bewegen, aber denk daran, schnellere Bewegungen verbrauchen mehr Sauerstoff. Gar kein Problem. Speed, Dave. Gut, deine Fähigkeiten sind noch die alten. Deine Bewegungen sind so flink wie ein Frischwasseraal. In Notfällen könntest du dein Tauchermesser einsetzen. Setze ihn einmal gegen kleine Fische ein. Du kannst ihn per B-Taste benutzen. Okay, hier, den nehmen wir da. Gut gemacht, schnell und sauber. Und schlussendlich, du hast doch nicht vergessen, wie man die Harpune benutzt, oder? Die Harpune? Naja, ich habe sie so lange Zeit nicht mehr einsetzen müssen. Wie war das noch gleich? Erst zielen, dann... Du brauchst wieder etwas Auffrischung. Setze deine Harpune ein, um, sagen wir, drei Fische zu fangen. Ziele mit A und schieße mit RT. Versuch es nun selber. Okay, Ziele mit A? Ah ja, okay. Verstehe. Hahaha, oh nice. Das macht Spaß. Oh, ich bin jetzt schon angetan von dem Spiel. Oh, was? Der Schiedsrichter. Jawohl. Und, na, wen nehmen wir als nächstes? Den hier. Oh, das macht Spaß. Du wirst in kurzer Zeit wieder den Bogen raus haben, da bin ich mir sicher. Okay, dann komm fürs Erste ins Boot zurück. Das gefällt mir echt gut, das Spiel. Okay, jetzt, wo du dich wieder eingearbeitet hast, können wir ja zum Geschäftlichen kommen. Dave, du liebst doch Sushi, oder? Aber klar, das weiche Frischfleisch mit dem saftigen Reis. Oh Mann, Sushi ist lecker.
Aha, dann hör mir gut zu. Ein Freund von mir war früher ein Sushi-Koch. Er hat aber sein Geschäft für eine Weile aufgegeben. Er hatte ein loses Mundwerk und ist ein etwas schwieriger Typ, aber sein Talent ist unübertroffen. Und nun habe ich mit ihm ein Restaurant eröffnet, um ganz spezielle Sushi zu verkaufen, und zwar direkt hier. Unser Sushi ist aus frischem Fisch gemacht, der direkt im blauen Loch gefangen wird, wo sich die Fische aus aller Welt tummeln. Was meinst du, ist das nicht der beste Ort für ein Sushi-Restaurant überhaupt? Ja, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Haha, bestimmt. Also, willst du bei diesem spannenden Abend dabei sein? Was meinst du? Naja, also ich esse gern, aber ich habe keine Ahnung vom Kochen. Nur keine Sorge, das Restaurant ist schon startklar. Du brauchst nur zu tauchen und die Zutaten zu beschaffen. Das klingt doch gut, oder? Ja, Mann, da sind wir dabei. Ich kann also so viel Sushi essen, wie ich möchte. Ja, sicher, aber du musst natürlich bezahlen. Kannst kaum erwarten, es mir anzuschauen, das Sushi-Restaurant am blauen Loch. Eigentlich war für heute die Eröffnung geplant, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir schon soweit sind. Reden wir im Restaurant weiter. Hahaha. Okay, hier Sushi-Restaurant. Ja? Okay. Ich spiele es übrigens gerade auf Steam. Aber ich glaube, es gibt es auch auf Xbox. Sind wir bereit, das Restaurant zur Öffnung? Wie du siehst, ja. Perfektes Timing. Oh, ist es schon fertig? Du? Ah, du bist der Fischer, von dem Cobra geredet hat. Naja, eigentlich bin ich eher ein Taucher als ein Fischer. Ach so, also gut. Es ist nett, dich kennenzulernen. Ich bin Bancho. Du magst also auch Sushi, ja? Aber sicher, Thunfisch, Aal, Seeigel. Oh Mann, schon daran zu denken, lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Du bist so mittelmäßig, wie ich dachte. Sushi ist ein Amalgam aus der Seele der Meere und der Seele des Landes. Es symbolisiert Mutter Natur höchstpersönlich. Die meisten Menschen kennen nur die gewöhnlichsten Fischarten, so wie du. Ein Leben ohne die seltensten Fischarten gekostet zu haben, ist kein Leben. Es ist meine Berufung, alle Geschmacksrichtungen von Mutter Natur möglichst vielen Menschen zu gut. Was ist das? Oh, bringt Dave in Sicherheit. Was ist das, ein Erdbeben oder ein Wal oder ein Walbeben? Oh nein, alles kaputt. Ein Erdbeben? Oh nein, unsere Inneneinrichtung ist total durcheinander geraten. Ja, ich glaube, wir müssen unsere Eröffnung verschieben. Weißt du was? Ich habe mein gesamtes Vermögen in dieses Restaurant investiert. Jetzt werden wir die gesamte Reparaturkosten durch Einnahmen ausgleichen müssen. In diesem Zustand? Hahaha, am Ende zählt in einem Restaurant noch immer der Geschmack. Erst brauchen wir Zutaten. Hast du irgendwas mitgebracht? Naja, ich habe etwas, das ich vorhin gefangen habe. Nur 3 Fische? Das wird nicht reichen, um genügend Gäste zu bewirten. Bitte fang erst 7 weitere Fische. Ach und? Das Restaurant wird immer nur abends geöffnet haben. Entgehen uns da nicht viele Einnahmen? Du meinst, wir sollten Gäste reinlassen, ohne uns vorher entsprechend vorbereitet zu haben, nur um ein bisschen mehr Geld zu scheffeln? Es ist die Pflicht eines Kochs, das bestmögliche Essen stets mit akribischer Präzision zuzubereiten, so wie ein Krieger sein Schwert an einem Wetzstein schärft. Während des Tages benötige ich Zutaten bester Qualität. Okay! Bancho scheint sehr leidenschaftlich zu sein, was seine Arbeit betrifft. Er vermeidet es, über persönliche Dinge zu reden, aber über Sushi spricht er den ganzen Abend. Hahaha. So voller Schwung habe ich Bancho seit dem Vorfall nicht mehr gesehen. Es tut gut, ihn so zu erleben. Was für ein Vorfall? Ups, nein, das hätte ich nicht erwähnen sollen. Jedenfalls brauchen wir noch mehr Zutaten, also fange bitte noch 7 Fische. Okay, also, wir sollen 7 Fische fangen. Dann würde ich mal sagen, los geht's hinein. Langflossen-Fledermausfisch. Das sieht so schön aus, das Spiel. Zack, einen roten und einen gelben. Den, na, kommst du zu mir? Okay, den habe ich ein bisschen angetäuscht, ne? Was haben wir denn hier weiter unten noch für Freunde? Alles die gleichen bislang, ne? Ne? Die roten sind ein bisschen blöd, glaube ich. Oh, was ist das? Eine Fluchtkapsel? Neuer Inhalt, Fluchtkapsel. Verwende die Fluchtkapsel, um so schnell wie möglich zu deinem Boot entkommen zu können. Überprüfe zuerst deine Umgebung, da das Rufen etwas Zeit in Anspruch nimmt. Okay, das ist ja geil. Und das ist eine Schatzkiste. Oh, was ist das? Eine verbesserte Schockschlagstock.
Okay. Ich bin jetzt schon, ich habe richtig Bock auf das Spiel. Oh, das sind so dicke. Oh, sind das Thunfische? Oh, da war ich zu hektisch. Oder? Das ist ein. Müsste ein Thun gewesen sein. Ach, man kann auch loslassen. Ah, okay. Und den hatte ich eben schon an der Angel. Den hole ich mir direkt nochmal wieder. Boah! Na, komm her. Okay, jetzt habe ich ihn. Ein Rotzahndrückerfisch. Die sind, glaube ich, recht wertvoll, die Dinger. Die kriegt man auch nicht jedes Mal. Okay, okay, okay. Und einen noch. Dann nehmen wir noch so einen schwarzen hier. Oh, oh, Luft wird knapp. Oh, Okay, jetzt müssen wir nach oben. Das schaffen wir aber noch. Keine Sorge, keine Panik. Keine Panik, Dave wird es schaffen. Beruhigt euch. Alles wird gut. Die Wasseroberfläche ist nicht so weit weg. Zurück zum Boot. Okay. Alles klar, du hast ja scheinbar einiges fangen können. Wenn du so weitermachst, wird unser Geschäft brummen. Du meine Güte, so spät ist es schon. Wir müssen uns beeilen und alles vorbereiten. Geh doch bitte schon zur Sushi-Bar. Okay, schnell zur Sushi-Bar. Was haben wir denn jetzt hier gefangen? Ich glaube, wir haben richtig viel gefangen. Größter Fisch ist der Rotzahndrückerfisch mit 50 cm. Tiefe 41 Meter. Zeit 2 Minuten 43. 7 gefangen. Und 2 Sterne hat der Rotzahndrückerfisch. Okay. Ah, hier sieht man nochmal die Gesamtabrechnung. Einen gelben Segeldoktorfisch, einen Juwelenfahnenbarsch, der Rotzahndrückerfisch und der schwarze Schnapper. Wir bekommen von dem roten. Nee, okay, lass uns mal kurz überlegen. Ich glaube, davon hatten wir einen. Davon hatten wir bestimmt mindestens 2, ne? Also gibt der entweder 3 oder 2, je nachdem wie viel wir hatten. Hatten wir 2 oder 3 von dem? Ich weiß es nicht. Davon hatten wir, glaube ich, nur einen. Der gibt 2 Stücke Fisch, geben die alle. Und der gibt dann, hatten wir von dem nicht auch 2, sag mal? Ja, egal. Jedenfalls. Übrigens, kannst du nur 2-mal pro Tag tauchen. Einmal morgens und einmal abends. Besorge die Zutaten immer vor der Abendessenzeit. Okay, gut zu wissen. Dann gehen wir jetzt in die Sushi-Bar zurück. Und müssten jetzt vermutlich unfassbar viel Geld machen, weil wir haben richtig viel Fisch besorgt. Banjo, wie läuft's mit den Vorbereitungen? Oh, wir sind praktisch fertig. Das ist gut, also auf einen erfolgreichen Abend. Und wo willst du jetzt hin? Hat Cobras dir nicht gesagt? Ab jetzt sollst du mir in der Sushi-Bar helfen. Was? Aber ich verstehe nicht. Cobra hat zu mir gesagt, dass mir hier jemand bei der Beschaffung der Zutaten und beim Servieren helfen würde. Ich müsste nur kochen, meinte er. Und wer sonst außer dir könnte damit gemeint gewesen sein? Moment mal, aber ich habe noch nie in einem Restaurant gearbeitet. Bald werden die ersten Gäste hier sein, okay? Ich werde dir einen Crashkurs geben, also pass gut auf. Was? Öffne die unten stehenden Zutaten. Zutaten. Hier kannst du nachsehen, wie viele Fische, Feldfrüchte, Soßen und andere Materialien du hast. Das reicht fürs Erste. Komm später noch einmal für mehr Informationen vorbei. Okay, 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 wie jetzt? Ja, wir sollen erstmal wieder zumachen. Gut, ich zeige dir jetzt, wie man Gerichte der Speisekarte hinzufügt. Menü. Neue Rezepte müssen der Speisekarte hinzugefügt werden, bevor sie Gästen serviert werden können. Okay. Für den Fisch, den du vorhin gefangen hast, gibt es ein Sushi-Rezept. Füge es der Speisekarte hinzu. Okay, 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 hinzufügen. Und jetzt hier den Juwelen-Fahnenbarsch-Sushi. Anzahl hinzugefügt, maximal 8. Ja, perfekt. Alles klar, das war wohl nicht so schwer. Zutaten auf Autokochen zu stellen, wird alles etwas vereinfachen. Noch einmal zum Mitschreiben. Nur Gerichte, die auf der Speisekarte stehen können, verkauft werden.
Wenn du keine Zutaten mehr hast, musst du Gerichte auf der Speisekarte austauschen oder die fehlenden Zutaten beschaffen. Du kannst auch das Aroma der Gerichte veredeln. Wenn du genügend Zutaten hast, probiere es einmal aus. Benutze jetzt die Zutaten, die du gefangen hast, um die Speisekarte so lang wie möglich zu machen. Verstehe, also ergibt es ja schon auch Sinn, so viele verschiedene Fische wie möglich zu fangen. Menü hinzufügen, was haben wir denn hier? Y gefunden, schaut mal hier, also wir haben gelber Segeldoktorfisch, Palettendoktorfisch, Rotzahndrückerfisch und den schwarzen Schnapper. Die können wir ja eigentlich alle mit reinnehmen. Okay, das heißt, ich muss jetzt hier erstmal, das ist natürlich doof. Ja, wir können alternativ den schwarzen Schnapper nehmen. Ja. Es geht ja am Ende darum, auch wie viel Geld man verdient, ne? Also da 994, das ist der günstigste. Was habe ich denn? Guck mal, von dem kriege ich 6. Habe ich den jetzt weggeschmissen, den Fisch, oder was? Naja, das war ja so klar. Jetzt habe ich ihn aus dem weggeschmissen. Wie lange willst du herumstehen und dich unterhalten? Bring mir eine Tasse grünen Tee, ich bin durstig. Hm, hast du schon einmal grünen Tee eingeschenkt? Nein, nur Limonaden und so. Tja, dann erkläre ich dir, wie man das macht. Geh erst rüber zur Cobra. Cobra Bar? Cobra. Hier. Gieße die richtige Menge ein. Manchmal bestellen Gäste Getränke, um genau die richtige Menge in den Tee zu gießen. Okay, ein Minispiel. Ey, warte mal! Okay. Warte mal. Ey. Okay, das ist, war noch nicht so besonders erfolgreich. Gäste, die grünen Tee der Klasse gut oder höher getrunken haben, zahlen mehr. Okay, verstehe. Hahaha, ha, ha, wie erwartet ist Branchos grüner Tee was ganz Besonderes. Dieser Tee macht Appetit, gibt es auch etwas zu essen? Anspruchsvoll wie immer, warum servierst du ihm nicht gleich etwas zu essen, wo du schon dabei bist? Okay, jetzt muss ich auch noch das Essen servieren. Das heißt, ich gehe jetzt hier rüber zum... Ich mache die komplette Arbeit. Was machen die anderen denn? Komm zu mir rüber und nimm dieses Essen. Ist eigentlich der Sound ein bisschen zu laut oder zu leise auf Dauer für euch? Soll ich ein bisschen leiser machen? Wie sieht das aus? Verwendet X, um das fertige Gericht aufzunehmen. Ist optimal, ist gut, okay. So, Entschuldigung, Gericht ist fertig. Du kannst sprinten, wenn du Speisen servierst. Verwende LT, um dich schnell zu bewegen. Achte auf deine Ausdauer, okay. Er schwitzt. Hallo! Du hast das Paket letzte Woche verschickt, meinst du? Was um alles in der Welt? Ich werde nachsehen. Alter, ernsthaft? Was ist ein unsympathischer Typ? Cobra hat das Essen nicht einmal angerührt. Er ist immer so leicht abzulenken. Dein Essen, das Essen. Wir können es nicht erneut servieren, also müssen wir es wegwerfen. Das ist doch so eine Verschwendung, es einfach wegzuwerfen. Bei Bancho Sushi servieren wir nie dasselbe Essen zweimal. Alles klar, verstehe. Nein, das ist ja so gemein. Alles sieht startklar aus. Ich habe schon länger nicht mehr direkt für Gäste gekocht, bin etwas nervös. Vergiss nicht, Y zu drücken, nachdem du die Speisekarte fertig hast, um das Restaurant zu eröffnen. Ah. Gäste bestellen Gerichte von der Speisekarte. Vergiss nicht, Speisen auf der Speisekarte zu registrieren, bevor die Sushi-Bar öffnet. Okay. Wir öffnen. Open. Yes. Jetzt muss ich die Arbeit machen, oder? Oh Mist, okay. Ich kann nicht mehr aufhören! Gott. Oh Gott. Hilfe, Hilfe! Jetzt muss ich erstmal. Ich muss auch das richtige Essen servieren. Was habe ich denn jetzt? Diesen Schwarzfisch? Ich komm. Sie ist schon ganz beleidigt. Jetzt habe ich Blaufisch, der soll hier hin. Und Rotfisch dahin. Entschuldigen Sie, ich muss noch einen Blaufisch haben. Ich komm. Ach nee, das ist gar kein Blaufisch. Doch, das ist Blaufisch. Noch ein Blaufisch. Ich bin richtig unter Stress. Das ist Blaufisch.
Gib mir auch Trinker, weil ich... Oh, was ist das? Putzen muss ich auch noch. Das ist ja richtig anstrengend. Bitteschön. Oh, grüner Tee, ich komme. Ich weiß immer noch nicht, wie das mit dem grünen Tee richtig geht. Kann ich mehr aufhören? Hör auf, hört nicht mehr auf, das ist irgendwie, geht das nicht. Ihr müsst es mir glauben, das mit dem Tee ist irgendwie fehlerhaft. Ich komme, ich beeile mich. Das war's, ne? Die Sushi-Bar ist geschlossen und jetzt kommt die Abrechnung. Wir haben, was haben wir verdient? 69 Mark. Du hast die Flamme des Handwerkers erhalten. Okay. Das heißt, ich habe 4-mal rasend schnell serviert, oder was? Der Rotzahn-Drückerfisch ist der Verkaufsschlager, okay. Und jetzt geht's vermutlich wieder in die Angelphase. Oh, puh, für heute ist die Arbeit endlich erledigt. Mein Rücken und meine Beine schmerzen. Du warst ein wenig ungeschickt, aber nicht schlecht für den ersten Tag. Gib dir beim nächsten Mal noch etwas mehr Mühe. Ich schätze, aus deinem Mund ist das wohl ein Kompliment. Ein Mann sollte keine Genugtuung aus einfachen Komplimenten ziehen. Ja, ja, schon klar. Wie dem auch sei, ein Toast auf die Eröffnung von Bunchu Sushi. Ich fand mich gar nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ich fand mich ziemlich gut. Oh, es kommt eine Expresslieferung. Der singt. Oh, ein Riesententakel. Klaut sich die Pakete. Na, nichts bei, was er bestellt hat. Oh doch. Oh, das ist natürlich sehr gemein. Was sollen wir jetzt tun? Die Pakete retten, die Besatzung retten, nichts tun. Telefon. Hä, bist du der Mann, der hier herumgetaucht ist? Ja, ich denke schon. Ich hatte einen Typen erwartet, der professioneller aussieht. Ich kann dich hören, das weißt du schon. Wie dem auch sei, kannst du etwas für mich tun? Solltest du mir nicht erstmal sagen, wer du überhaupt bist? Ich bin Ellie, ich studiere Biologie an der Graduiertenschule der Universität der Philippinen. Ich bin nach Berichten über Anomalien in der Gegend hergekommen, um Nachforschung anzustellen. Zufrieden? Okay, und was willst du? Ich würde gerne die Ökologie dieses blauen Lochs untersuchen. Besorge mir zuerst etwas Arga und roten Seestern. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, nur noch jeweils einen von beiden zu verlangen. Besorg mir zwei von beiden. Dein Ton, da will ich eigentlich gleich ablehnen. Ich glaube eine Belohnung, aber wenn du sie nicht willst, ist das okay für mich. Eine Belohnung? Nun, ich habe ja nicht abgelehnt. Ich meine ja bloß, dass du netter fragen könntest. Wie dem auch sei, bitte beeil dich, nicht trödeln. Okay, wir sollen, du kannst dein Smartphone nutzen, um verschiedene Inhalte zuzugreifen. Aha, aha, aha. Zwei Agar-Agar und zwei rote Seesterne. Und auf dem Smartphone sehen wir das wahrscheinlich hier irgendwo auch bei... Wo bist denn du? Mails? Nein. To-dos? Ja. So sehen die aus. Okay, roter Seestern und Arga-Arga. Und muss ich nicht auch Sushis angeln? Wahrscheinlich beides. Ja, das mit dem Tee einchecken, das ist nicht so einfach. Vielleicht habe ich aber auch den falschen Analogstick gedrückt. Das könnte natürlich auch sein. So, hinein. Dann suchen wir mal. Oh, da ist ein. Seht ihr das gerade? Das ist ein geheimer Kochtopf da unten. So, aber wir schwimmen mal direkt los. Oh, geil. Ein Spielzeugkammer des Schlafs. So, wo sind denn diese? Oh Gott, Kugelfisch. Ah, geil, den kann ich nicht angreifen. Oh, geil. Das ist ja lame. Ich glaube, den vielleicht kann ich den noch nicht. Zu groß, ne? Kann das sein, dass ich die ohne den Hammer gar nicht hätte aufsammeln können?
Ich glaube, eine brauchen wir noch, oder? Hatten wir jetzt schon zwei? Nee, ne? Oh, geil. Extra Sauerstoff. So, waren das jetzt schon zwei Seesterne oder habe ich jetzt nur einen Seestern? Oh, wer ist er denn? Ah, oh, shit! Oh, Panik! Oh, shit. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Das ist gar kein Problem. Der verfolgt mich original, diese Gefräßige. Seht ihr das? Okay, ich darf wirklich nur diesen einen Tauchgang so machen. Was habe ich denn jetzt? Ich habe viele furchterregende Fische gesehen. Es wird nicht einfach sein, tiefer zu tauchen. Ist mir durchaus aufgefallen, dass die Fische im blauen Loch irgendwie eine boshafte Seite haben. Könnte es etwas geben, das sie verärgert? Wo waren wir beim, wo wir beim Thema sind? Du solltest zusätzlich zur Harpune noch eine Pistole mitnehmen. Eine Pistole? Ich habe einen Freund, der sich mit Schusswaffen auskennt. Ich werde ihn dir vorstellen. Darf. Wow, Cobra, es ist schon eine Weile her. Wer ist der schräg aussehende Typ neben dir? Tut mir leid, das war nicht gerade das Netteste, was ich zu einem Fremden sagen konnte. Ich bin Dave und von Beruf Taucher. Interessant. Ich dachte, Taucher seien athletisch und muskulös, so wie ich. Du scheinst mein Vorwissen zu widerlegen. Wer im Glashaus sitzt? Also, worum geht es? Komm bitte gleich zur Sache. Ich habe ein sehr interessantes Geschäft begonnen. Hahaha. Und jetzt brauche ich ein paar Waffen, Duff. Ich brauche deine Hilfe. Staffel 2 von Strasteller ist sowieso gerade zu Ende gegangen. Ich werde dir mal zuhören. In Ordnung, ich habe ein faszinierendes, riesiges blaues Loch entdeckt. Das Terrain und die Umwelt darin verändern sich jedes Mal, wenn du hineingehst. Seltsamerweise geht jegliche Ausrüstung, die du da drin findest, kaputt, sobald man sie herausholt. Ich möchte, dass du uns eine Waffe baust, die im Inneren verwendet werden kann. Das ist ziemlich interessant. Du hast sozusagen mein Interesse als Waffenforscher geweckt. Meine Hypothese ist, dass alles, was nicht aus den Materialien des blauen Lochs besteht, weiter zerfällt. Das gilt besonders für Waffen, die aus Präzisionsteilen bestehen. Wir müssen die Materialien also selbst aus dem Meer holen. Hey Dave, du wirst dich bei diesem Meister Duff als Taucher beweisen müssen. Ich weiß nicht genau, warum ich dir gegenüber beweisen müsste. Sag mir einfach, was du brauchst. Da du anscheinend überhaupt keine Waffen besitzt, fangen wir mit dem Einfachen an. Ich denke, du benötigst ein Seil und einmal Schrott. Du hast ihn gehört, Dave. Betritt das blaue Loch und bring ein Seil und dein Schrott mit. Übrigens, wenn du auf halber Strecke der Sauerstoff ausgeht, schaffst du es nur mit einem Objekt zurück. Denk immer dran. Okay, ja, dann wieder rein jetzt, oder? Darf ich jetzt nochmal, oder? Nein. Also, das ist natürlich eine Herausforderung, eine zusätzliche, dass man diese Gegenstände nicht behalten darf. Da ist ein Seestern. Dann haben wir die Quest auch schon mal. Sehr gut. Das ist Holz. Wir sollen ja aber Schrott finden. Da ist eine Kiste da unten. Ist das denn immer so quasi random generated? Dass auch jedes Mal, wenn man hier... Das ist ja wie so ein, wie sagen wir mal, prozedural generierter Dungeon so ungefähr. Was ist das? Ein Baseballschläger. Okay, das heißt, da kann ich jemanden mitschlagen. Was ist denn mit Fischis? Muss ich nicht auch Fischis sammeln? Ich meine... Oh, diese roten sind neu. Das ist ein Questgegenstand. Okay. Ich will mal ein paar Fischis noch mitnehmen, auf jeden Fall. Man kann leider nicht so stufenlos zielen. Oh, was? Ernsthaft? Shit!
Oh, geil. Den haben wir auch. Ernsthaft? Sehr gut. Also die Quest haben wir erledigt und jetzt müssen wir echt zusehen, dass wir noch ein paar Fischis fangen. Das sind auch so geile Quallen hier. Die kann man wahrscheinlich eher nicht... Die darf ich vermutlich nicht berühren, ne? Oder ist auch ein Seil. Ich schätze mal, die sind giftig. Das ist einfach ein Vorurteil, was ich habe. Gut, ich habe diesen Tauchgang effizient genutzt, glaube ich. So, die letzten Luftreserven. Oh, was ist hier noch? Na. Oh, das ist zusätzlicher Sauerstoff. Das ist ja sehr gerne gesehen. Oh, klasse. Ich bin wieder voll. Also ich kann diesen... Oh, eine Moräne! Oh, eine fiese... Oh, die ist richtig gemein. Der komme ich nicht zu nah. Moränen sind wirkliche Gangster der Tiefsee. Oh, der ist böse, auf mich zu sprechen. Der will nicht so gerne, dass ich ihn fange. Oh, was? Wenn du dein Gewichtslimit überschreitest, wirst du langsamer. Wenn du es noch stärker überschreitest, wirst du nichts weiteres tragen können. Drück zum Organisieren. Okay. Wie sieht's denn aus? Gewicht, Gewicht, Gewicht. Ah, wir müssen, könnten eine Sache rausschmeißen. Oder ich hau einfach ab. Ich habe alles, was ich wollte. Ich habe genug Sauerstoff, um an die Oberfläche zu kommen. Dann gibt's heute Abend auch richtig Sushi-Party und ich habe die Quest-Items alle. Zurück zum Boot. Ja, Sicherheitsstopp können wir uns schenken, wegen Druckausgleich meinst du, ne? Hm, du hast sie tatsächlich zurückgebracht, ich habe dich wohl unterschätzt. Gut, das sollte fürs Erste genügen. Ich gebe dir wie versprochen eine Belohnung, da du bei meinen Nachforschungen geholfen hast. Die plötzlichen ökologischen Veränderungen in dieser Region müssen weiter untersucht werden, deshalb brauche ich weiterhin deine Dienste. Speicher meine Nummer ab. Oh, guck mal hier. Gold, 70 Gold, 5 Olivenöl und 5 mal Sojasauce. Auftrag abgeschlossen. Gut, wer hätte gedacht, dass du tatsächlich schaffen würdest, es zu bergen? Ich hätte erwartet, dass du da unten sozusagen dein Haltbarkeitsdatum erreichst. Es scheint, als hätte ich dich leicht unterschätzt. Nun gut, ich zeige dir, wie du mit diesen Materialien ein einfaches Unterwassergewehr bauen kannst. Lade dir zuerst aufs Waffenladen auf dein Handy herunter. Er ist gut optimiert, sozusagen nur 42 Megabyte. Okay, da ist der Waffenladen, ja. Und wir stellen jetzt ein einfaches Unterwassergewehr her. Du hast alle Materialien gesammelt. Gut, jetzt stellen wir eine neue Waffe her. Okay. Geil. Einfaches Unterwassergewehr. Hammer. Jetzt kann ich mich gegen diese Gangsterfische durchsetzen. Hehe, bei so einer passenden Erklärung hätte sogar jemand wie du es verstehen können. Naja, stimmt wohl. Oh, und eine Sache noch. Ich habe dafür gesorgt, dass du jetzt auch unter Wasser Waffenkisten öffnen kannst. Wow, Waffenkisten? Du kannst sie nicht mit an Land nehmen, aber da unten können sie dir dennoch helfen. Ach, und ich werde die Informationen über die von dir gefundenen Waffen aufzeichnen und daraus Blaupausen für dich erstellen. Waffen, die mit Hilfe von Blaupausen gemacht werden, werden unter Wasser nicht kaputt gehen. Jedenfalls wird der Meister dich genau im Auge behalten. Auf Nimmerwiedersehen. Okay, Duft der Waffenschmied.
und neue Inhalt Waffenladen. Du kannst Waffen in Duffs Waffenladen herstellen. Bei genügend Waffenkäufen erhältst du eine Herstellungsblaupause. Jage mit Spitzenwaffen. Waffen können mehrfach hergestellt werden. Okay. Oh, Dave, du hast 100 Goldmünzen eingesammelt. Gute Arbeit. Das sollte genug sein, um zu reparieren, was kaputt ist. Dann gib mir etwas Zeit. Diese Reparaturen müssen ordentlich gemacht werden. Ich hoffe wirklich, dass die Gäste weiterhin kommen. Auftrag abgeschlossen. Hammer, 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 Hammer. Tauchlock. Pass auf, hier, guck mal. Europäischer Papageienfisch. Ist der größte Fisch, den wir uns hier geangelt haben. Guck mal hier. Also, rote Fleckbrasse. Paletten-Doktorfisch. Roter Feuerfisch. Gelbrücken-Füsselfüsilier. Der Füsilier. Regenbogen-Lippfisch. Europäischer Papageifisch. Ja, Hammer. Das war richtig erfolgreich. Ich glaube, jetzt müssen wir nach Hause. So, zurück ins Sushi-Restaurant. Und nicht, dass wir jetzt mal Feierabend haben. Nö, jetzt geht die Arbeit erst richtig los. So, Sushi-Bar eröffnen. Ja, warte mal. Nee. Erstmal Menü. Was bringt mir dann am meisten Geld? 5, 6, 7, 10. 6, 10. Okay, mal erstmal das. Kann ich denn machen? 2 oder nicht? Ja, 2, okay. Dann nehmen wir als nächstes das hier natürlich. Maximal 3. Dann. Ja, keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Also, ich habe von dem ja richtig viele. Da müsste ich doch dementsprechend jetzt auch. Nee, das bleibt bei 6 Mark. Es ist natürlich ja mal schade, dass ich jetzt nicht mehr Gerichte haben darf, aber okay. So, zack, und jetzt öffnen wir die Bar. Und jetzt gibt es richtig leckeres Sushi. Da oben jetzt hier direkt über uns, da sehen wir, was es im Angebot gibt. Dann gibt es hier diese... Oh. Oh, geil. Oh, das war gut. Ich glaube, ich habe es gecheckt. Okay. Was soll ich probieren? Oh, erstmal noch einen Tee. Oh, das wäre eigentlich perfekt sogar. Gib mir das. Der kommt noch da ganz hinten. Los, beeil dich. Die Leute haben Hunger. Kannst du nicht schneller arbeiten? Siehst du das denn nicht, wie hungrig die Menschen sind? Los! Ey, das ist nicht meine Schuld, dass der nicht so schnell arbeitet. Ich beeil mich. Ja, okay, und einmal Tee, alles klar. Ja, das nähert sich doch der Perfektion, oder? Was? Zeitsprung, man kann auch einen Zeitsprung machen. Ich komm schon, schnauf, schnauf, schnauf. Oh, wir müssen noch sauber machen zwischendurch. Okay, ich glaube, das war's, ne? Das war der letzte Kunde. Heute bereits geschlossen. Also, was haben wir hier verdient? Guck mal. 78 Euro verdient. Der Rotzahndrückerfisch ist immer noch das beliebteste gewesen. Umsatz 10 mal 2, 20. Okay, Level 1. Verkäufer, Ausgaben. Ausgaben sehen wir hier noch gar nicht. Ich bin ja auch der Einzige, der... Ich meine, ich mache ja die ganze Arbeit. Also, ich bin ja eigentlich der größte Posten, den wir haben, was Ausgaben angeht. Oh, wer ist er? Hi. Bist du zufälligerweise Dave? Ja, womit kann ich helfen? Wow, bei diesen Dingen liege ich immer richtig. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Dr. Bacon, ein Archäologe, der die Zivilisation des Seevolks studiert.
Die Seevolk-Zivilisation? Ha, ich werde es dir erklären. Was für ein Glück, dass du einen Experten wie mich hast, der dir davon berichten kann. Vielleicht hätte ich dich nicht fragen sollen. Oh, guck mal hier. Die Zivilisation des Seevolks lebt in Legenden. Das heißt, dass sie diese Region vor langer Zeit besiedelt haben. Sie verehren Fische und sie besaßen Kiemen, mit denen sie unter Wasser leben konnten. Sie lebten in den Tiefen, was ihnen erlaubte zu gedeihen, ohne sich um eine Invasion durch andere Zivilisationen Gedanken machen zu müssen. Aber plötzliche Veränderungen des Meeresbodens führten zu ihrem abrupten Untergang. Das ist so ziemlich alles, was es zu dieser Geschichte gibt. Alle halten es natürlich für einen Mythos und sonst nichts weiter, aber der Beweis, dass es sie wirklich gibt, wurde ganz in der Nähe dieses Ortes gefunden. So... Dies ist ein erstaunlicher Fund, der die gesamte Forschungswelt auf den Kopf stellen könnte. Eine alte Zivilisation unter dem Meer, so etwas kennt man nur aus Comics oder Spielen. Was macht dich so sicher, dass es sie wirklich gab? Meine Assistentin hat in der Nähe ein gefundenes Artefakt genau untersucht und festgestellt, dass es von keiner uns bekannten Zivilisation stammt. Es wird auch auf etwa 1500 Jahre datiert. Damals gab es in diesen Breiten noch keine Zivilisation. Das ist interessant, aber was möchtest du von mir? Nun, ist es so, die Investitionen meines Assistenten in Kryptowährung haben sich nicht gerade bezahlt gemacht und er wird für eine ganze Weile nicht mehr da sein. Deshalb möchte ich dich bitten, mir zu helfen. Oh. Meine Assistentin sagte mir, dass das Artefakt etwa 70 Meter unter der Wasseroberfläche gefunden wurde. Bitte sieh es dir an. Wir sind mit der Sushi-Bar beschäftigt. Ich glaube, wir können nicht... Haha, tut mir leid, dass ich die Unterhaltung unterbreche. Ich bin Cobra. Ich arbeite mit Dave. Natürlich sollten wir ihnen helfen. Das tun wir gerne. Ja, haha. Was? Wir haben keine Zeit, um herzutauchen und nach Artefakten zu suchen. Denk doch mal darüber nach, wenn wir eine Unterwasserzivilisation entdecken, werden unzählige Menschen hierher strömen. Das Banjo-Sushi wird aus allen Nähten platzen. Ja, da ist wohl was dran. Na gut, ich werde dir helfen. Haha, was für ein Glück. Natürlich sollst du nicht umsonst für mich arbeiten. Ich werte den Tauchanzug, den du trägst, kostenlos auf. Wow. Mit einem veredelten Tauchanzug kannst du tiefer tauchen. Das ist für die Erkundung unerlässlich. Heutzutage kann man sogar solche Dinge mit einer App erledigen. Der technologische Fortschritt ist erstaunlich, nicht wahr? Wir sollten zuerst die Eidiver-App auf dem Telefon installieren, bevor wir weitermachen. Eidiver. Eidiver-App ermöglicht dir die Verbesserung verschiedener Taucherausrüstung. Verbessere Ausrüstung mit dem Geld, das du an der Sushi-Bar und an den Orten verdienst. Okay. Ich erkläre dir jetzt, wie man Eidiver benutzt. Ich installiere die App für dich. Entsperre bitte erst dein Telefon. Ist gemacht. Eidiver wird installiert. Und jetzt Tauchanzug Stufe 2. Aufwerten. Bam. Ba, ba, ba. Gut, jetzt kannst du noch ein bisschen besser tiefer tauchen. Wenn du genügend Geld hast, kannst du die App Eidiver benutzen, um deine Ausrüstung zu verbessern. Du kannst sowohl deine Frachtkiste als auch deine Sauerstoffflasche vergrößern. Vergiss nie, unter Wasser kann alles Mögliche passieren. Wir bleiben in Kontakt. Okay, Sauerstoff aufzuwerten ist vermutlich sehr, sehr wichtig. Deswegen. Ich habe jetzt 170 Öcken. Was passiert denn? Warte, ich kann auch noch mal gucken. Eidiver. Da, die Luftflasche kann ich noch auswählen. Das mache ich. Wozu habe ich so viele Fische gefangen? Und was war jetzt beim Waffenladen? Im Besitz 1. Warte mal, ich habe doch schon 1. Achso, das Ausrufezeichen sagt mir, dass ich eine neue herstellen kann. Brauche ich aber noch gar nicht. Also ich kann jetzt fischen gehen. Los. Und wir sollen das Seevolk-Artefakt finden in 70 Metern Tiefe. Tauchen wir hinab. Also 70 Meter Tiefe. B, warte mal, ich muss mal eben ganz kurz gucken. Wie kann ich denn eigentlich... Ah, so kann ich die Waffe, okay. Also 70 Meter ist ganz schön teuer. Ich probiere mal eben... Ja, ganz schön tief. Ich probiere mal eben, ob ich mit denen hier irgendwas anfangen kann. Nö, die sind geschützt. Dürfen natürlich nicht vergessen, hier auch unser eigentliches Geschäft noch zum Abschluss zu bringen. Was jetzt? Ach so. Oh. Okay. Dreifacher Axel. Okay, nehme ich. Wow. Okay, das probieren wir natürlich direkt mal aus. Ich muss ja auch so ein bisschen immer diese Schrottgeschichte mitsammeln.
ich dann neue Sachen herstellen kann. So, jetzt probieren wir mal eben kurz aus. Ach, Mensch. Okay, das ist ja Hammer. Das ist ja ein Kinderspiel, damit zu angeln. Aber wir haben ja noch eine andere Quest. Das haben wir nicht vergessen. Oh, hier so... Sojasauce. Oh, den hier. Nee, sorry. Ich kann... Gott, ich muss erstmal... Yes! Titandrückerfisch. Oh, das ist so ein Barsch. Ja, ich will... So einen wie dich hatte ich noch nie. Yes. Oh, ich bin schon wieder voll. Oh, ich bin schon wieder voll. Mist. Okay, so geht das leider nicht. Ich muss mich von was trennen. Wie viel habe ich denn? 60? Oh Gott, irgendwer ist... Der... Alter Schwede, der wiegt 9 und... Nee, sorry, ich muss einmal kurz nach oben. Ich hoffe, ich darf dann nochmal wieder runtertauchen, oder? Niemand hat gesagt, dass ich die Mission jetzt sofort machen muss. Zweimal am Tag. Okay, dann gehe ich jetzt einmal oben mit diesen... Mit diesem Gewehr habe ich natürlich jetzt diese richtig imposanten Exemplare aus dem Wasser ziehen können, sodass ich mir jetzt einmal diesen Tauchgang dafür gönne, um für das Sushi-Restaurant zu akquirieren. Oh Mann, das ist ganz schön eng. Ist das Sauerstoff da? Nee, ist eine Waffe. So, zack. Einmal zurück zum Boot. Ah, guck mal hier. Ich glaube, noch einmal müssen wir die finden, dann habe ich die Blaupause für das Ding, so wenn ich das richtig sehe. Hier, schaut mal. Tiefe 58 Meter, neuer Rekord. Klar, wir haben auch den Taucheranzug aufgerüstet. Größter Fisch ist der braune Zackenbarsch. Also... Ja, das ist schon geil. Da freut er sich. Dave, während du draußen im Meer warst, sind die Reparaturen abgeschlossen worden. Schauen wir mal im Restaurant vorbei. Nein, ich will doch erstmal den Auftrag erfüllen. Kapitel 1, Spuren des Seevolks. Wow, das sieht richtig gut aus. Ja, wenn wir das Restaurant... Wenn das Restaurant eine Bruchbude ist, hilft das beste Essen nichts. Ach so, wenn du das Interieur verändern willst, das Menü Interieur ist unten geöffnet. Schau einmal hinein. Interieur... Du kannst jederzeit das Interieur von Banjo Sushi freigestalten. Verwende den Interieurreiter, um einen Stil nach deinem Geschmack auszuwählen. Aber, wie dir Dr. Bacon sagte, wenn die Überreste des Seefox hier gefunden werden, strömen die Gäste hierher. Aber diese Region ist ziemlich abgelegen. Ich denke, bis dahin brauche ich eine Möglichkeit, für den Laden zu werben. Ja, heutzutage ist es so gut wie unmöglich, ohne Werbung Gäste zu gewinnen. Ah, hast du schon die Social Media App namens Cookstar ausprobiert? Du meinst die App, auf der junge Leute Bilder von ihrem Essen posten? Ja, so werben in letzter Zeit alle Unternehmen für sich. Ich kann einfach nicht verstehen, warum die Leute ihre Zeit auf diese Weise verschwenden. Sushi geht direkt ins Herz, nicht die Fotos davon. Und wenn schon, ist es nicht trotzdem besser, sie zu verwenden, als dass die Leute keine Ahnung davon haben, dass es deine Speisen gibt, Banjo? Das leuchtet ein. Es ist ganz einfach, ein Konto zu erstellen, also lass es uns ausprobieren. Zuerst registrierst du dich und erstellst den Hashtag BanjoSushi und dann fertig. Es ist gar nicht so kompliziert, wie ich erwartet hatte. Jetzt werden Gäste, die dein Essen genossen haben, BanjoSushi folgen. Ich bin mir nicht sicher, aber okay, ich hab's. Ich werde auch die Cookster-App auf meinem Handy installieren und mir die Posts der Follower ansehen. Okay. Erhöhe deine Bewertung auf Cookster. Es werden mehr Gäste kommen und neue Speisen werden freigeschaltet. Die Freischaltbedingungen neuer Bewertungen können in der Cookster-App angezeigt werden. Okay. Interieur ist jetzt auch frei. Das heißt, warte mal, ich wollte jetzt eigentlich nochmal tauchen, aber offensichtlich darf ich das jetzt gerade nicht. Gehen wir mal aufs Interieur. Okay, Holztisch oder orientalisch modern. Oder Leichtholz. Das kostet. Okay, das immer mal ausprobieren. Okay. Kann ich da fließend wechseln? Ja, ne? Ja, machen wir mal das. Die Stühle können wir auch wechseln. Ne, das kostet Geld. Kostet alles Geld. Das ist mir natürlich jetzt nicht so wichtig. Ich gebe erstmal kein Geld für so Nebensächlichkeiten aus. Aber das Bild können wir aufhängen. Gut.
Nein. Anwenden. So. Oh, guck mal, hier sieht doch direkt so ein bisschen asiatischer aus. So, Ah, das sieht gut aus. Wenn du zu einem anderen Stil wechseln möchtest, versuche es im Interieurmenü zu ändern. Ja, will ich jetzt aber nicht. Die Frage ist, darf ich nochmal tauchen? Oder muss ich direkt... Da, Boot. Dann lass uns noch einmal runter. Das heißt, ich kann ja... Eigentlich auch... Der Langnasensägehai. Noch mehr von diesen Fischen fangen. Aber unser erstes Ziel ist es jetzt erst... Oh Gott. Oh, ein Delfin! Hi! Oh! Echo the Dolphin, kennt ihr das noch? Hoch, ein Delfin! Hm, er scheint mich aufzufordern, ihm zu folgen. Sollte ich das mal versuchen? Die Bitte eines Delfins, ja klar. Folge dem Delfin. Okay, vielleicht ist einer seiner Freunde in einem Stacheldraht gefangen oder so. Oder will er mich in eine Falle locken? Delfine sehen ja immer so süß aus, ne? Aber die haben es auch faustdick hinter den nicht vorhandenen Ohren. Ja, das habe ich mir gedacht. Da ist ein armer... Oh, ein Amazonas-Delfin hat sich im Netz verfangen. Er bat mich also, seinen Freund zu retten. Ich sollte dieses Netz aufschneiden. Das machen wir natürlich. Bitteschön. Guck mal, das sind nämlich richtig gute Freunde. Ich kann keinen Delfin nachmachen. Ja, und was ist die Belohnung? Er scheint ein Geschenk hinterlassen zu haben. Ich wusste nicht, dass sogar Delfine Freunde haben. Auftrag abgeschlossen, die Bitte eines Delfins. Ja, geil. Eine Perle. Ja, nice. Okay, dann lass uns mal ein bisschen Schrott fürs Bauen später. Okay, was ist hier für eine Waffe drin? Vielleicht, wenn ich Glück habe, nochmal die von eben. Nee, Ich nehme die mal trotzdem mit. Weil ich glaube, dann, wenn ich die mit nach oben nehme, kann ich ja die Blaupausen früher oder später freischalten. Das hier ist ja eigentlich evakuieren, oder? Fluchtkapsel, genau. Oh, da ist noch ein... Oh, ein böser Barsch. Den wollen wir jetzt aber nicht mitnehmen. Was ist das? Hey! Hey, what? Was war das denn? Okay, was ist das? Das ist ein Artefakt, oder? Warte. Langstrecken unter Wasser. Was? Oh, warte mal, wie setze ich das jetzt ein? Au! Au, ey, hör mal auf! So, da oben habe ich doch schon gesehen, dass da so ein Artefakt war. So, ich weiß nicht mehr genau, wo ich... Nee, ein weiter. Ah nee, warte, hier ist auch schon was. Silberne Schüssel. Oh, da komme ich nicht durch. Okay. Trotz Boost nicht. Komme ich da überhaupt irgendwie von unten? Jetzt. Bleierz. Ey, ey, ey! No. Ah, okay. Aber das war noch nicht die... Au, 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 au.
Fuck? Ey, das ist einfach voll gemein. Wer hat sich das ausgedacht? Ist das ein Artefakt? Glas. So, ungefähr siebt... Oh, ein Oktopus. Na gut. Oh, da, das ist es. Schaut, wir haben's. Ich glaube, das ist es. Komm sicher zum Boot zurück. Ich warte auf dich. Okay. Oh nein, irgendwas Bedrohliches geschieht. Wow! Okay! Das ist der Riesenkalmar. Alter Schwede. Ein sehr imposantes, possierliches Tierchen. Was war das denn gerade? Ich muss sofort zurück zum Boot. Ja, aber nicht ohne das. Okay, wir können ja noch ein bisschen Sauerstoff mitnehmen. Die Wahrheit ist nämlich, wir müssen überhaupt nichts übereilen. Wieso krieg ich den nicht? Was muss ich da drücken? Bin stark an diesem Exemplar interessiert. Y, 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 was? Hab ich ihn? Ich hab ihn, ne? Ja. Wie viel Gewicht habe ich? Oh, es lohnt sich nicht mehr. So einen, hier vielleicht noch. So einen roten. Ne, dann einen grünen. Nein, dann doch einen roten. Ich weiß nicht, was der wiegt, aber... Alter. Was ist das? Das ist ja unfassbar. Was ist das für ein robuster Fisch? Ja. Oh, der wiegt 3 Kilo. Mist. Aber ist nicht schlimm. Wir haben super viel Sauerstoff. Oh, der... Oh, no! Oh, schnell weg, ey. Au. Lass mich in Ruhe. Oh, shit. Oh, shit. Au. Ja, ich weiß. Au. Jetzt werde ich hier gejagt von diesen... Oh. Oh, das ist Sauerstoff. Den nehmen wir mal schnell mit. Au, ey! Hör auf! Der schnabbelt mich an! Oh, das geht, ey! Oh. Zum Glück ist es ein beißfester Anzug. Hi. Gentlemen. In Ordnung, du hast es sicher nach oben geholt. Er scheint in sehr gutem Zustand zu sein, fast so, als wäre es bis vor kurzem irgendwo gelagert worden. Hm, sehr interessant, das könnte sogar der Fund des Jahrhunderts sein. Sehr gut, Dave. Lass uns weiter zusammenarbeiten und die Geheimnisse der Seevolk-Zivilisation lüften. Was? Ich dachte, ich würde dir nur einmal helfen müssen. Na, selbst reden, genug gesagt. Setze unser Restaurant einfach ganz oben auf die Liste der Partner. Das wird nicht schwer sein, ich habe ein sehr gutes Gefühl bei dieser Sache. Wir bleiben in Kontakt. Jetzt gibt er mir seine Handynummer, nehme ich mal an, und... Guck mal, 300 Gold, 5 Olivenöl, 5 Kurkuma und 2 Missionen, das mit dem Delfin und jetzt diese Geschichte und eine Waffe mitgebracht hier und... Oh, guckt euch das an, wenn das nicht erfolgreich war, weiß ich auch nicht. Leopard, Forellenbarsch, Sepia und den Barsch, Hammer. Und jetzt,
Es ist schon Abend, ich bin ziemlich müde, aber Bancho arbeitet allein, ich sollte ihm helfen. Mit nur zwei Leuten alles am Laufen zu halten, ist nicht einfach, vor allem wenn mehr Gäste kommen. Okay, dann schnell ins Restaurant. Jetzt müssen wir die Karte noch gestalten. Oh, wer ist sie denn? Gesundheitsamt oder sowas, ne? Yoshi? Oder Yoshi? Das ist doch Bancho's Sushi-Laden, oder? Frau Yoshi! Ich bin vorbeigekommen, weil ich gehört habe, dass dieser Ort auf Cookstar immer beliebter wird. Der Name hat mich stutzig gemacht, aber sich vorzustellen, dass es wirklich dein Laden ist. Neues Essen mit noch nie dagewesenen Zutaten, so etwas wird nirgendwo anders serviert. Ein wortkarger, aber männlicher Koch. Männlicher Koch. Wow, werde ich auch erwähnt? Nein, nicht wirklich. Wie dem auch sei, was führt dich hierher, Frau Yoshi? Oh, verschiedene Gründe. Ich wollte mir das Restaurant ansehen. Sieht aus, als hättest du dich kein Stück geändert. Nun, da gibt es nichts zu ändern. Ich mache einfach Tag für Tag weiter und schule mich selbst. Meine Güte, das ist genau das Problem. Das letzte Mal hast du dich in ähnlicher Weise geweigert, auf mich zu hören. Und deswegen wurdest du aus dem Hotel geworfen. Jetzt fängst du schon wieder davon an. Es ist die Schuld des Gastes, weil er das Essen beurteilt hat, ohne es überhaupt probiert zu haben. Wie lange willst du deine Gäste noch so behandeln? Und das, um weiterhin dieses fürchterliche Essen zuzubereiten? Was meinst du mit fürchterlich? Am Stück gegrillter Haifischkopf ist ein ausgezeichnetes Gericht. Haifisch wurde sowohl in der Küche des Westens als auch des Ostens verwendet und in Korea wurde er sogar bei Ahnenritualen verwendet. Hör auf! Du hast dich kein Stück verändert. Dann lass mich selbst beurteilen, ob diese Speisen zum Verzehr geeignet sind. Dann kann ich dir sagen, warum ich gekommen bin. Gut, dann zeige ich es dir. Ich sorge dafür, dass du den wahren Geschmack von Haifischkopffleisch kennenlernst. Bancho, ist das nicht eine etwas zu plötzliche Entwicklung? Dave, als Chefkoch kann ich von diesem Kampf nicht zurückschrecken. Es geht um meinen Stolz. Bitte besorge mir einen Weißspitzriffhai-Kopf und etwas Olivenöl. Willst du, dass ich einen Weißspitzenriffhai fange? In der Tat, mit deinen Fähigkeiten sollte das einfach zu bewerkstelligen sein. Aber eine Harpune wird wahrscheinlich nicht genug sein. Nimm eine gute Pistole mit. Aber selbst dann klingt es immer noch gefährlich, gegen einen Hai zu kämpfen. Heißt das, du willst einfach dabei zusehen, wie mein Stolz beleidigt wird? Der Weißspitzenriffhai hält sich normalerweise im Ozean ganz im Osten auf. Viel Glück! Jetzt will er plötzlich, dass ich ihm einen Haikopf bringe? Das ist doch lächerlich. Und man kann ihn nur mit einer Pistole töten? Ich muss Duff darum bitten, mir eine Pistole zu bauen. Oder im blauen Loch nach einer suchen. Ja, warte mal, ey, aber... Ja? Aber was ist denn jetzt hier mit... Ah, okay. So, erstmal ganz ruhig. Als erstes machen wir mal Forschung. Okay. Wir erforschen den am Stück gegrillten Haifischkopf. Oh, das ist ja cool. Ein Tropfen. Okay, das gefällt mir. Schön inszeniert. So, aber jetzt wollen wir noch mal ganz kurz mal auf das Menü gehen und schauen, was wir heute hier haben. Guck mal, wir haben nämlich richtig, richtig viel. Wow, richtig teure Sachen sogar. Guck mal. Bedeutet das... Oh, das können wir veredeln. Das probiere ich mal aus. Okay, ich krieg dann ein bisschen mehr. Es schmeckt deutlich besser. Ich krieg ein... Öcken mehr. Womit veredle ich das denn mit dem... Ich veredle das jetzt einfach mal. Ah, da oben hier diese Anspielung mit dem Salz, ne? Dieser Salztyp, wie heißt der noch? Namen habe ich vergessen. Okay, veredeln wurde abgeschlossen. Jetzt müssen wir den natürlich auch dementsprechend... Wie weit kann ich den denn noch weiter veredeln? Auf 33, Alter! Ich veredle den. Und jetzt muss der natürlich auf die Speisekarte. Ist doch klar. Aber dann gibt es nur ein Gericht davon, sehe ich das richtig? Also ich veredel den, indem ich weitere Fische derselben Kategorie opfere. Das ist natürlich dann nur so semi-gut.
So rein von der Quantität ist das doch bestimmt dann eher blöd. Oh Mann, ich muss hier richtig was Feines leider noch stecken lassen für heute. Veredeln wir den noch? Okay, und... Oh toll, jetzt kann ich den gar nicht mehr... Was? Jetzt kann ich den nicht mehr hinzufügen, oder was? Warte mal. Jetzt kann ich den gar nicht mehr anbieten, oder wie? Ist das denn eine dauerhafte Veredelung? Ich hoffe mal, sie ist von Dauer. Alles andere wäre ja Quatsch mit Soße. Okay, dann machen wir als nächstes... den... dauerhaft. Ah, sehr gut. Okay, das ist sehr schön. So, dann was haben wir hier? Zutaten, Leopardforellenbarsch verkaufen. Ach was, ja, guck mal, ich kann auch Sachen verkaufen. Ah, brauche ich ja gerade noch nicht, ne? Dann lass uns mal erstmal die Bar eröffnen. Ja, aber ich habe den Haifischkopf ja noch nicht da. Wie soll ich das dann machen? Entschuldigen Sie, ich habe noch keinen Haifischkopf. Ich kann sie nicht bedienen. Ah, ich habe nichts zu tun. Hilfe, Hilfe. Okay. Yes, perfekt. Wow. Ich frage mich wirklich, wie das jetzt gehen soll. Mit dem... Haikopf, ob die jetzt so lange bleibt, bis ich ihr den Haikopf mal serviert habe, oder wie ist das? Guck mal, die lieben das alles. Wow, guckt euch das an, weil ich das so veredelt habe, ne? Die finden es mega geil gerade. Ein bisschen putzen. Oh, die will Tee. Perfekt. Nice. So, gib mir das Gericht. Ich eile hinüber. Ne, die war, andere war vor dir. Ich hab gar, was passiert, wenn ich keine Energie mehr habe? Falle ich dann um? Ich will es nicht ausprobieren. Ich glaube, das war's, ne? Ich habe jetzt alles aufgegessen. So, aber was ist denn jetzt hier mit dir? Ich brauche den Haikopf. Ich bleibe die jetzt so lange. Ist ja nicht meine Schuld, dass ich jetzt nicht mehr tauchen konnte. Oder? So, da kommt jetzt wieder an. Der will auch wieder irgendwas. Hi. Hey Dave, ich habe die besten Neuigkeiten. Was gibt es, Dr. Bacon? Du siehst zufrieden aus. Ich habe das Artefakt analysiert, das du mir gebracht hast, und wir haben eine große Menge einer unbekannten Substanz entdeckt. Ich denke, es muss sich um Eisen handeln, das tief unter Wasser komprimiert wird, aber es strahlt in einer einzigartigen Wellenlänge. Ich habe ein Radar entwickelt, um diese Wellen zu verfolgen. Oh, und warum ist diese Neuigkeit gut? Haha, wir sind doch etwas schüchtern, was? Dieses Radar wird dir bei der nächsten Expedition sicher nützlich sein. Was meinst du mit meine nächste Expedition? Hubra hat mich beim letzten Mal dazu gezwungen mitzumachen. Ich habe einen Vertrag erhalten, auf dem dein Name steht. Die Stornogebühr für die Kündigung des Vertrages beträgt über 20... Was? Worüber in aller Welt habt ihr zwei gesprochen? Na, sei nicht so kleinkariert. Überprüf das Signal für mich, um das Radar zu testen. Oh, gib schon her. Ich sag dir, ob es funktioniert und das war's. Das ist ja einfach, wie ich hier ausgenutzt werde. Das ist ja unfassbar. Ein Signal des Seefolgs. Ich muss jetzt erstmal auch ein Hai muss ich jetzt jagen. Kann ich das noch machen? Okay, also erstmal guckst da. Guck mal hier, das sind die Beiträge. 6 Likes, 12 Likes. 14 Likes. 56 Likes. 30 Likes. 86 Likes. Wow. 12 Likes. 133 Likes. Oh, das ist ja gemein. Ich mag den seltsamen Typen nicht, der ist serviert. Das ist ja so gemein. Okay, richtig, richtig viele Likes.
Wir brauchen eine Waffe. Ich habe doch aber eine, oder? Im Besitz, ja. Okay, ich habe jetzt eine Waffe und die nehme ich auch mit ins Meer. Dann let's go. Oder warte mal, ich habe doch Kohle. Ich kann auch noch ein bisschen was upgraden hier, guck mal. Das will ich haben. Und das will ich aber auch haben. Geil. Also die Frachtkiste, Lebengewicht, das ist wichtig. Das machen wir auf jeden Fall. Und die Harpune müssen wir auch upgraden. Sehr schön. Gut investiertes Geld. Und hinab ins kühle Nass. Was ist denn jetzt mit diesem Radar? So, wir wissen ja noch, wo wir den Hai Folge der... Achso, das ist der das Signal. Und vielleicht können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und direkt den Hai auch mitnehmen. Was haben wir hier? Ausrüstung aufgewertet, okay. Wo war der Hai? Lass mal so alle Ressourcen und so jetzt erstmal liegen. Wir haben andere Aufträge. Ah, die Kiste nehme ich natürlich mit, das ist ja klar. Was ist das? Unter Wasser ist. Oh, geil. Au. So, ich hatte gar nicht jetzt vor, mich mit dir anzulegen, aber wenn du jetzt mir so kommst. Das hat er aber auf, das hat er selber zu verantworten. Das müssen wir nochmal ganz klar feststellen. So, hier ist jetzt Feierabend. Nee, brauchen wir nicht. Wo ist der Hai? Im Osten, hat er ja gesagt. Oh, noch eine Waffenkiste. Sehr gut. Sehr schön, hier komme ich nicht weiter. Was ist das für ein Material? Kupfererz. Nehme ich mal mit, zur Not schmeißen wir wieder raus. Ich verliere so langsam hier mein Ziel aus den Augen. Wow! Samurai-Schwert. Dann hier wieder nach oben. Wir müssen mal gucken, ob ich hier so langsam irgendwo nochmal Sauerstoff finde. Munition, ich bin glaube ich voll, ne? Ja. So, Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff. Oh, da ist der Hai. Wieso denn jetzt 2 gegen 1? Okay, scheiße. Mein Sauerstoff. Oh, no. Oh, ich habe nie aufgepasst. Das wird mein Tod sein. Schade. Der Sauerstoff! Yes! Oh! Oh! Wo ist der Hai? Mann.
Okay. Jetzt muss ich nach oben. Komm, ich schaff's. Oh. Ich glaube, ich schaff's. Nein, wenn der mich jetzt... Oh, ich dachte, der greift mich jetzt an. Doch, das müsste klappen, oder? Wir müssen dringend unsere Sauerstoffvorräte verbessern. Bei dieser Taucherschule, Tauchershop. So, zurück zum Boot. Das hat doch sehr, sehr gut geklappt. Gar kein Problem gewesen. Wir haben jetzt noch keinen Fisch gefangen. Nur diesen Riffhai halt. 2,10 Meter. Ja gut, doch, wir haben diesen roten Feuerfisch auch. Und den Drückerfisch. Aber ein bisschen was haben wir sogar. Was ist das denn? Hi. Hopp, hopp. Du da, kennst du dich gut mit diesem riesigen blauen Loch aus? Ja, ich bin mir nicht sicher, was ich dazu sagen soll, außer dass es jedes Mal anders ist. Ja, genau das ist es. Es ist der perfekte Ort, um Marienkatzen zu sammeln. Dieses Loch kann ich meine Sammlung vervollständigen. Marienka? Was? Sag mir nicht, du hättest noch nie von diesem allseits bekannten maritimen Sammelkartenspiel Marienka gehört. Wie kannst du noch nie von diesen futuristischen Sammelkarten gehört haben, die ein KAI-Erkennungssystem verwenden, das automatisch echten Fischen entspricht? Noch nie gehört, nein, aber es klingt spaßig. Du lebst wohl hinter dem Mond. Ich kann dir helfen, die App zu installieren. Also, erst machst du das, dann drückst du hier, dann hier und fügst du einen Freund hinzu. Fertig. Okay, und was mache ich jetzt? Das Großartige an Marienka ist, dass man nichts Besonderes tun muss. Fang einfach einen neuen Fisch und du bekommst eine Karte. Schau dir diese Karten hin und wieder in der App an. Fertig. Verstehe. Das macht es natürlich einfach zu sehen, welche Fische ich bislang gefangen habe. Ganz genau, das ist fast so wie... Stopp! Den Namen sagt man hier nicht. Ich verstehe schon. Ich werde es ausprobieren. Oh, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich heiße Sato. Ich gebe dir meine Kontaktdaten, also kannst du mich anrufen, wenn du Fragen hast. Bis dann. Toot toot. Bin ich ganz sicher. Vorobjev, herzlichen Dank. Und Mr. Zonk. Für den Support. Wenn du Fische fängst, erhältst du automatisch Meereskarten. Du erhältst schickere Karten für den Fang von Fischen höherer Klassen. So. Jetzt können wir wieder rein ins kühle Nass. Ne? Oder muss ich hier, warte mal, ist es, kann ich die Kiste? Achso, das ist alles in der Kiste drin, ne? Oh, ich kann sogar die Farbe des Bootes ändern. Los. Wir haben ja noch ein Signal, welchem wir folgen müssen. Und hinein. Und ich habe mir gerade überlegt, wenn man diese Fischgerichte aufwerten kann, dann ist es vermutlich ja doch sinnvoll, viele Fische derselben Kategorie zu angeln. Besser als viele verschiedene, dass man sich erstmal am Anfang ein bisschen reduziert vielleicht. Und so einen ganzen Schwarm wegpflückt. So, der hier macht auf jeden Fall immer so einen lauten. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da habe ich mir den jetzt gesnackt. So, den snacken wir uns auch. Oh, warum treffe ich nicht? Ey! Au! So, wir müssen jetzt mit Munition ein bisschen aufpassen. Mit Sauerstoff ein bisschen aufpassen. Jetzt hier irgendwas drin, was mir hilft. Ja, sehr gut. Wir müssen aber noch weiter in die Tiefe. Oh Gott, das war jetzt aber jetzt. Ich will nicht schon wieder den Hype. Deswegen bin ich nicht hier. Wenn hier kein Sauerstoff ist, ist das richtig gemein. Ah, da ist Sauerstoff. Okay. Das merken wir uns mal eben. Hey, hör auf.
Oh, da ist auch irgendwas Geiles, Leuchtendes. Was mag das sein? Was ist das? Achso, Munition. Critical Depth. Wow, das ist also der Ort! Mal sehen, das Signal kommt aus dem Inneren. An der Säule befindet sich Schriftzeichen, die ich noch nie gesehen habe. Wenn wir ein Werkzeug hätten, könnten wir den Felshaufen zur Seite bringen und versuchen hineinzugehen. Ich denke, es wäre am besten, das mit Cobra zu besprechen. Komm erstmal nach oben. Ja, okay, das ist gut. Oh, hier irgendwelche... Oh, guck euch das an. Stimmen eines fremden Volkes. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Hast du wohl doch nicht. So. Wir könnten evakuieren, machen wir aber nicht. Ich glaube, wir müssen mal weiter nach oben wegen der Tiefe, ne? Ich will noch ein bisschen Sushi fangen hier. Vielleicht noch so ein paar von denen hier. Das ist doch gut. Kann sich auch nicht in Luft auflösen. Ernsthaft? Ich habe keinen Schuss, keine Muni mehr. Dann wechseln wir auf die Harpune, dann eben mit der Harpune. Oh. Hallo? Der ist aber echt schnell für so einen Tintenfisch. Oh, wir sind schon wieder überfrachtet. Ah, Mist. Das ist doch blöd. Hier war doch irgendwie so ein Notfall-Evakuierungs-Ding auch. Wie tief bin ich denn jetzt? 60 Meter. Ich meine, ich komme sicherlich auch hoch, aber... Das dauert natürlich jetzt lange. Jetzt kommt ja auch noch der dumme Hai da oben. Aber ich war mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich dieses Evakuierungsding noch rechtzeitig finde. So, jetzt nutzen wir mal hier unseren Boost an dem Hai vorbei. Das schaffen wir auf jeden Fall. Mache ich mir keine Sorgen. Oh, was ist denn da? Eine richtig geile Kiste. Waffenkiste. Voll, ne? Kann ich nichts mehr nehmen. Aber nur noch 20 Meter bis zur Wasseroberfläche, das schaffen wir. Oh, da ist sogar noch Sauerstoff, guck mal. Wir könnten jetzt hier sogar noch ein bisschen Fische jagen, aber wir sind ja schon so voll. Und außerdem haben wir schon wieder eine Menge erreicht. So, jetzt können wir auch den Haikopf zubereiten. Oh. Ich habe einen Ort mit dem Signal des der Seefolk-Zivilisation gefunden. Ich kann meinem wissenschaftlichen Durst, es zu überprüfen, nicht zügeln. Ich bin gerade auf einer wichtigen Tagung. Bitte besprecht das zuerst mit Cobra. Ich werde morgen vorbeikommen. Okay, okay, okay. Hä, wie schafft man den Felshaufen beiseite? Du musst natürlich eine Bombe benutzen, haha. Geht in Ordnung. Unter Wasser Bomben zu zünden? Hättest du nicht von einem Felshaufen irgendwo ganz tief unten gesprochen? Ich bin sicher, das wird schon gehen. Vertrauen wir doch ein wenig auf die Regenerationskraft des Meeres. Er versucht schon wieder Dinge zu beschönigen. Aber es gibt ein Problem. Die Lieferschiffe sind in letzter Zeit nicht angekommen. Ich benötige eine Lieferung von einem Bombenexperten, den ich kenne. Anscheinend ist das Schiff vom Radar verschwunden. Ich glaube, es ist gesunken. Wenn ich die Drohne benutzen könnte, die ich bestellt habe, könnten wir die Vorräte bergen. Dave, könntest du ins Meer gehen und Drohnenmaterial bergen? Drohnenmaterial? Wie soll ich die im Meer finden? Das ist riesig! Es ist wahrscheinlich, dass die Lieferboxen von den Strömungen mitgerissen wurden. Suche einen Ort mit Meeresströmungen. Das klingt aber gefährlich. Ja, das ist es vermutlich auch. Aber wir müssen jetzt ins Restaurant.
Wir haben hier ein bisschen Sepias und Titandrückerfische, das muss jetzt reichen. Und dann gehen wir jetzt ins Restaurant. Machen den Haifischkopf fertig, servieren den, machen eine weitere Mission, gehen erstmal auf Menü. So, und jetzt können wir den Feuerfisch erstmal veredeln. Eine weitere Veredelungssequenz. Stark. So, das ist der Haifischkopf, den müssen wir dann auf die... Guck mal, wenn ich ihn jetzt veredeln würde, hätte ich ein Problem. Den setzen wir natürlich jetzt auf die Karte, ist ja klar. Dann, was haben wir hier noch? Den Sepia könnten wir veredeln, ja. Den Titandrückerfisch könnten wir veredeln. Oh, die können alle veredeln, das ist ja geil. Der ist schon Stufe 2. Der schmeckt den Leuten richtig gut. Was? Wusst mich das? 4 von 5. Nee, ja, ich will ja auch ein bisschen was verkaufen, ne? Den hier, ich würde eher den hier mal veredeln. Und ich habe ja eh nur noch 3 Slots. Die sind zumindest 20 Geschmack. Der ist ja eher noch so ein Lappedudelfisch. Dann lass uns die jetzt hier nicht mehr, oder? Veredeln, was kostet mich das? 3. Da habe ich nur ein Gericht. Ich glaube, ich von den anderen 3, 1, von denen habe ich sogar 5. Ja, pass auf, dann machen wir das. Dann veredeln wir den nochmal. Und setzen den drauf. Wir haben natürlich jetzt so quantitativ nicht besonders viel. Deswegen geht der noch mit drauf. Und der selbstverständlich. Der Feuerfisch. Da haben wir davon nämlich jetzt 5 Stück. Also das wird ein richtig voller Tag. Und dann können wir die Sushi-Bar auch eröffnen. So, wehe, die Dame mit dem Haifisch kommt jetzt nicht. Das wäre echt gemein. Da ist sie. Yes, nice. So. Jetzt kommt der Haifisch. Hoffentlich schmeckt's. Perfekt. Nice. So, das ist der Haifisch. Oh. Schön. Ah, so ekelhaft wie immer. Schön, der Anblick verdirbt mir den Appetit. Aber versprochen ist versprochen. Mal gucken, wie es ihr schmeckt. Sie ist positiv überrascht, 100 Pro. Ja, sie liebt es. Ah, Geschmacksexplosion. Ist das geil, okay. Das ist ja super. Sie ist voll in love. Schmeckt es dir? Ja, sehr lecker. Ich schmecke das Fett des Weißspitzenriffeis im Inneren des knusprig gerösteten Kopfes. Aber es ist nicht ranzig oder so, es ist... Ist das etwa Ingwer? Der Ingwer mischt sich gut mit dem starken Aroma des Kopfes. Es ist wirklich köstlich. Verzeihung, ich war nur etwas überrascht, wie gut es schmeckt. Das Buch der 5 Ringe besagt, dass man stets das Wesen einer Sache erkennen sollte, statt sie nur nach ihrem Äußeren zu beurteilen. Haie sehen äußerlich vielleicht furchterregend aus, aber sie haben ein dichtes Fleisch und ihre Köpfe schmecken köstlich. Dieser im Stück gegrillte Haikopf repräsentiert perfekt all diese Eigenschaften. Ich muss schon zugeben, sehr gut gemacht. Du hast bestanden, Bancho. Und nun verrate ich dir, warum ich hier bin. Dieses Restaurant braucht mehr Mitarbeiter. Ich kann dir dabei helfen. Oh ja, bitte. Was meinst du damit? Willst du das hier alles wirklich alles alleine schmeißen, Bancho? Das Restaurant läuft doch jetzt schon auf Maximum. Jetzt klappt vielleicht noch alles, aber wenn mehr Gäste kommen, wirst du es nicht mehr schaffen. Stimmt, ich kann das alleine nicht mehr schaffen, aber es ist schwer, gute Leute zu finden. Ich bin Yoshi, die Personalerin. Genau das ist mein Job. Erst einmal sollten wir eine Stellenanzeige veröffentlichen. Okay, das machen wir natürlich. Stelle Mitarbeiter ein, um die Arbeitsbelastung zu verringern. Mitarbeiter helfen dabei, Speisen im Essbereich zu servieren oder die Essenszubereitung zu beschleunigen. Ich würde dir gerne erklären, wie man Personal einstellt. Pass bitte auf. Ja, das machen wir. We are hiring, okay. Was? TV-Werbung. Das ist umsonst. Guck
Gut. Die Ergebnisse der Neueinstellung sind immer am nächsten Tag verfügbar. Morgen werde ich dir mehr erklären. Okay, oh ja, aber das, jetzt, ey, das ist ja so gemein. Ich durfte jetzt niemandem hier was servieren. Oh. Aber alle finden es mega lecker. Das ist sehr befriedigend. Wenn es gut schmeckt. Und einmal Tee. Perfekt! So. Gib mir Sushi. Ich eile, ich eile. Keine Sorge, ich bin schon da. Oh, noch ein Haifisch. Ich hab doch aber keinen Haifischkopf mehr. Ich hatte nur einen. Oh, egal, wir haben Bronze erhalten mit irgendwas. Neue Rezepte. Speisenplatz, yes. Küchenpersonal, Wasabi-Menge und Interieur. So, ey, warte mal, aber wo kommt jetzt dieser tatsächlich? Guck mal, ich darf. Der hat nicht gezählt, dieser Questkopf. Das heißt, ich hätte den gar nicht hinzufügen müssen, den Kopf. Verstehe. Ich glaube, wir haben richtig abgeräumt heute. Guck mal. Oh, geil. Also, heutiges Ergebnis 5 Sterne tatsächlich. Das ist richtig gut. Heutige Likes. 7 Likes. Rang Bronze bereits. Und richtig viel eingenommen. Heute war ein guter Tag. So. Ich mag diesen Wechsel aus Tauchen und Essen zubereiten. Hey, du hast doch wohl nicht das Tauchen aufgegeben, oder? Was ist es denn diesmal? Ich recherchiere für eine wichtige Publikation und könnte etwas Hilfe gebrauchen. Besorge mir 3 blaue Muscheln und 3 braune Muscheln. Okay, aber solltest du nicht etwa das selbst in die Hand nehmen? Willst du mich verarschen? Eine Publikation zu schreiben erfordert eine Menge Recherche und Nachforschungen. Was du tust, ist nur ein winziger Teil des Ganzen, also lass es dir nicht zu Kopf steigen. Und jetzt beeil dich, ich habe nicht mehr viel Zeit bis zur Deadline. Du bist wirklich unmöglich. Aber du sagtest, es sei für eine Publikation. Waren es blaue Muscheln und braune Muscheln? Okay, okay, okay. Was wir jetzt machen, ist einkaufen gehen bei iDiver. Wir haben 328 Mark. Und ich will in jedem Fall Frachtkiste. Damit wir mehr fangen können. Und die Luftflasche in jedem Fall. Okay. Wie sieht das aus mit Waffenladen? Da fehlen uns noch die Blaupausen. Geil. Los, also die Muscheln und dann diese anderen Drohnenteile. Und vielleicht wieder so diese leckeren Sepia-Dinger da, diese kalmarartigen Tiere jagen, denn die haben wir dann schon gut aufgewertet. Oh, noch ein Delfin. Hi, bist du derselbe Delfin? Ihr seht alle gleich aus, um ehrlich zu sein. Aber ich helfe dir gern. Wieder das gleiche Spiel, ist wieder jemand verletzt, oder? Du musst der Delfin von vorhin sein. Warum sieht es so aus, als hätte er es eilig? Ich frage mich, ob da irgendwas nicht stimmt. Apropos, der Amazonas-Delfin ist diesmal gar nicht zu sehen. Ich sollte ihm folgen. Oh mein, jetzt ist wieder irgendwas Schlimmes. Ich komm. Zum Glück habe ich meinen Sauerstoff. Oh nein, der ist schon wieder. Also der ist aber auch tollpatschig. Ja, ich muss mich ja beeilen. Ich meine, die können ja unter Wasser nicht atmen. Also. Oh, der Amazonas-Delfin. Piraten müssen ihn verbotenerweise gefangen haben. Ich sollte schnell sein Netz aufschneiden. Muss ich beeilen, sonst wird er wahrscheinlich hochgezogen. Ich muss nach oben essen, oder? Ja. Alter, die schießen auf mich! Alter! Au!
Oh, das ist so super gemein. Oh, was? Wie? Nein! Hey, was ist das? Oh, das war ja so gemein, dass sie dann noch auf mich geschossen haben. Und ich habe leider zuerst auf das Netz eingestochen. Das war die wertvolle Zeit, die mir am Ende gefehlt hat. Das weiß ich natürlich jetzt besser. Tschüss, Piratenbande. Ba, 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 ba. Hallo, Rome. Mahlzeit. Guck mal, die beiden müssen echt ein bisschen aufpassen. Die sind mit Netzen irgendwie ein bisschen dumm. Oh, sie haben noch ein Geschenk hinterlassen. Ich hoffe, dass keiner von ihnen nochmal erwischt wird. Oh, ein großer Goldbarren, Alter. Wow, der wiegt bestimmt richtig viel, ne? Zwei Kilo, naja, so groß kann der ja nicht sein. 2 Kilo Goldbarren, das ist ja eigentlich lächerlich. So, lass uns mal schauen, dass wir hier noch ein bisschen was erledigt bekommen. Oh, eine Waffenkiste, die nehmen wir gerne mit. Ah ja, geil. Das könnten wir jetzt, glaube ich, auch mit der Blaupause dann errichten. Braune Muschel. Oh, nehmen wir mit. Aber das sind Barracudas. Oh, da sind die Dinger, die wollte ich haben. Okay, der gehört mir. Sehr schön. So. Und den haben wir auch. Sehr gut. Neue Waffenkiste. Was ist das? Oh, geil. Die Waffe ist nochmal verbessert worden. Ich hoffe, ich finde hier irgendwo ein Sauerstoffgerät. Aber ich bin jetzt schon Critical Depth. Muss ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich darf 80 Meter tief tauchen. Ich glaube, da rechts muss ich dann runter. Erstmal auf der Suche jetzt hier nach Sauerstoff. Okay, die machen. Ah, warte mal, den kann ich auch gut. Aber ich drücke mal die falsche Taste. So, komm her. So. Ich brauche Sauerstoff, eine Sauerstoffkiste. Ah, geil. Kann ich die jetzt... Warte mal. Kann ich die einsetzen? Oder wie mache ich das? Da, Objekt. Ah, okay, geil. Ich kann die, glaube ich, dann gegen 50% Sauerstoff. Das ist doch super. Dann lasst uns doch mal die hier noch... Ey, au. Nein, ich habe die falsche Waffe.
shit. Oh no. Nein! Nein, nein, wieso schwimme ich denn in seine Schnauze rein? Oh. Die Munition war alle. Ich habe das zu spät gecheckt, was die Muni alle ist. Ich hätte umschwenken müssen. Und ich hatte ja noch die Sauerstoffkapsel, also da war alles safe. Nur ich bin außerdem in sein Maul reingeschwommen, weil die Muni alle war. Und jetzt ist hier alles für den Arsch. Aber jetzt seht ihr auch mal, was passiert, wenn man stirbt. Ich nehme natürlich den Goldbarren mit. Ach, Dave, ey. Ich weiß nicht, was mit Dave falsch läuft, aber... Ah, guck mal hier, die können wir jetzt nämlich schmieden, das ist geil. Wir haben keine Fische. Ich will aber direkt nochmal rein. Habe ich noch irgendwas? 83 Gold. Wie sieht das aus mit der Waffe? Waffenladen? Also ich könnte mir jetzt den dreifachen Axel machen. Ich habe sogar genug. Und wenn ich mir den jetzt mache, ist der aber dauerhafter, oder? Er hat richtig Bock drauf. Geil. So, komm. Fischis sammeln, sonst verdienen wir keine Kohle. So, das war der Waffenhändler gerade. Das nehmen wir auch nochmal mit. Was ist das? Ich habe das jetzt nur einmal, ich weiß nicht, muss ich die mit hochnehmen? Also, wir haben immer noch diese Quest. Da ist Sauerstoff, das merken wir uns mal. Was ist mit dieser Moräne eigentlich? Kann ich die Moräne platt machen? Nee, ist hier die Moräne überhaupt nicht. So, da oben, das merken wir uns, da ist Sauerstoff gewesen. Da ist Quest-Item. Ah, no, Hilfe, Hilfe! Hey. Mann, ey! Alter, das gibt's ja nicht. Die Munis alle. Oh, wie viel Leben habe ich denn jetzt noch? Ah, Mann, jetzt hör doch mal auf! Die sind einfach noch richtig garstig, die Typen. Falscher Winkel. Unglaublich. So, jetzt brauchen wir noch blaue Muscheln. Und mit denen habe ich noch richtig ein Hühnchen zu rupfen. Sehr, sehr gut. Gucken, was die kann. Ach, das war falsch, ich Trollo. Nee, das war mir nicht so gut. Ich habe aus Versehen die Munition jetzt eingesammelt für die falsche Waffe. Das ist natürlich total blöd. Jetzt haben wir richtig viel von diesen schönen
roten Fischis. Da, Sauerstoff, ne? Merken wir uns, ist klar. Nicht zu weit weg von dem Sauerstoffreservoir. Was haben wir hier noch? Netzkanone. Oh. Für lebendige Fische, okay. Ah, sehr gut. Das nehme ich immer gerne. Oh, okay. Oh, ouch. Silberne Schüssel. Sie müssen jetzt ein bisschen aufpassen wegen Gewicht, ne? Braune Muscheln haben wir eigentlich noch. Wie viel haben wir? 16, na, 3 Kilo haben wir noch. Wo sind denn diese Quest-Items? Das würde ich schon gerne noch zu Ende machen. Ich kann leider jetzt auch nicht mehr so viel von diesen Fischis dann mitnehmen. Ja, ist ja gut jetzt. Oh, da, schau mal. Hier noch. Och, no way. Okay. Jetzt konnte ich das nicht richtig aufnehmen, aber ich weiß jetzt ja, wo es ist. Keine Panik, hier links ist ein Sauerstofftank. Gott, war der so weit oben? So, das holen wir uns jetzt und dann gehen wir runter und holen uns die Quest-Items. So, egal. Warte mal, welche Waffe habe ich? Netz. Kann ich die auch mit einem Hai verwenden? Die Netzwaffe? Kann ich einen lebendigen Hai fangen? Ah, das überhaupt nicht. Okay. Okay, wie weit willst du mir jetzt folgen? So, Quest-Items, Quest-Items. Muss ein bisschen aufpassen mit diesem vermaledeiten Wasserstrom. Ach Mist, das hat sogar Gewicht. Ich dachte, Quest-Items wiegen vielleicht nichts. Ein bisschen aufpassen, ich muss jetzt hier wieder hoch. Oder wie komme ich da ran? Oh Gott, das ist zu hoch. Oh, das ist noch ein Quest-Item. Also da rechts ist der Computerchip. Da. Ich weiß noch nicht, wie ich da jetzt reinkomme. Und welcher? Ach, von da oben. Da geht's, okay. Sehr gut. Dann haben wir jetzt zwei Quests abgeschlossen. Stark. Warten wir mal. Ey. Dann nehmen wir ruhig die Evakuierung mit. Das war hier unten, oder? Hatten wir hier nicht so eine Evakuierung irgendwo? Da. Haben wir nie gemacht. Oh ja, sehr gut. Druckentlastung, klar, das muss sein. Und klar, wir haben eigentlich zu wenig Fische gefangen. Obwohl, haben wir nicht ein paar rote Fischis? Hm, so schnell? Oh, das war schwieriger, als ich dachte. Sie sind nicht leicht zu finden. Na, das ist nicht schlecht. Also dann, wenn ich die Lieferung von EcoWatcher abschließe, tada, haha, Forschungsstufe erreicht. EcoWatcher? Ach, du kennst sie nicht. EcoWatcher ist eine App, die sich für den Schutz der Umwelt einsetzt. Du erhältst in der App Punkte für das Abschließen von Aufträgen und Belohnungen für das Erreichen bestimmter Stufen. Das war also alles für Punkte in der App und nicht für eine Publikation? Nun ja, man könnte sagen, dass es im Grunde dasselbe ist. Probier es doch auch mal aus, wenn es dich interessiert. Bis dann. Natürlich sind die alle nicht ehrlich mit uns, nur die nutzen uns alle aus. Gut, dann sollten wir eine Drohne entsenden können. Du siehst ganz schön erledigt aus, haha.
Naja, die Meeresströmungen haben mich ein bisschen durch die Mangel genommen. Ha, verstehe. Es wird ein bisschen dauern, bis die Drohne repariert ist und eingesetzt werden kann. Bitte warte eine Weile. Das sollte bis morgen früh erledigt sein. Bis dann kannst du ja deinen Geschäften nachgehen. So, 500 Gold, Belohnung, 5 Sojasauce, 5 Salz. Das Gold reizt mich natürlich ganz besonders. Weil jetzt können wir unsere Ausrüstung weiter verbessern. 91 Meter hier, neuen Tieftauchrekord. Und ein paar Feuerfische haben wir gefangen und ein paar Drückerfische. Das heißt, wir können jetzt auch heute Abend Sushi servieren. Oh, sieh mal an. Jemand hat sich auf die Stellenanzeige von Bancho Sushi beworben. Schauen wir mal hinein. Okay. Oh, ich hätte nicht so schnell mit einer Bewerbung gerechnet. Mal sehen, wen wir hier haben. Also, da unten. Was? Das ist ein recht guter Lebenslauf. Wir sollten diese Person sofort einstellen. Kochen, Service, Erwerb, Charme. Stelle Personal ein. Okay, anheuern. Kyoko. Arbeitsvertrag. Ich werde hier schnell Geld verdienen und dann eine Reise machen, sagt Kyoko. Ja, die kostet auch nichts. Also wie will sie denn Geld verdienen, wenn sie nichts kostet? Alles klar, unser erster Angestellter. Angestelltes Personal muss zugeteilt werden. Küche oder Essbereich? Offensichtlich Essbereich. Personal kann entweder in der Küche oder im Essbereich eingesetzt werden. Füge sie deiner Küche hinzu, wenn du Gerichte schneller zubereiten willst, oder dem Essbereich, damit Gerichte schneller serviert werden. Ja. Und was unsere Neueinstellung betrifft, eine Zuteilung zum Essbereich wäre am sinnvollsten. Ja, aber das... Na, okay, dann machen wir das doch. Zack. Ich glaube, das wird fürs Erste ausreichen, um weiterzumachen. Ich muss es wohl nicht extra erwähnen, aber wenn mehr und mehr Gäste kommen, wird es ohne zusätzliches Personal schwierig werden. Neben der Neueinstellung von Personal musst du auch das Training des Personals bedenken. Das wäre es erst einmal. Okay, es wird ja immer komplexer. Das bedeutet, wir können jetzt Personal hinzufügen. Ich habe kein Personal. Das heißt, ich muss... Ja, habe ich ja nicht. Entschuldigen Sie bitte, aber das ist doch Quatsch. So, wie ist das jetzt? Darf ich jetzt nicht noch irgendwie... Ey... Okay, pass auf. Erstmal können wir auch ein paar Sachen forschen. Das kostet mich auch erstmal richtig viel Geld. Rotzahn, das ist gut. Das machen wir auf jeden Fall. Stark. Hack, hack, hack. Forschung abgeschlossen. Sehr, sehr gut. Ich glaube, das reicht erstmal. Ich will ein bisschen Geld sparen, auch gleich für die Ausrüstung. Gehen wir erstmal aufs Menü und schauen mal. Heute ist die Auswahl nicht so besonders groß, weil ich habe nicht so viel Fische mit nach Hause gebracht. Ich würde deswegen, glaube ich, alles, was ich habe... Ich könnte hier noch veredeln, aber das kostet mich wie viel Fische? Die Hälfte. Nee, dann habe ich zu wenig, was ich auftischen kann. Dann gibt es mal heute nichts, keine Aufwertung. Und 8 Feuerfische. Okay, und dann können wir jetzt die Bar eröffnen. Guck mal, was macht sie denn? Jetzt bin ich mal gespannt, wie fleißig sie ist. Den Tee macht sie schon mal nicht. Perfekt. Perfekt, okay. So,
Sie macht schon Sachen, aber ja, das ist okay. Aber ich weiß nicht, wer sie war, glaube ich, zuerst. Und wer ist als nächstes dran? That I don't know. Ich glaube, da ganz hinten. Blinkt schon so penetrant. Oh, hier ist wieder Tee. Das muss ich machen. Perfekt. So, okay. Oh, die da. Okay, ich komm. Sie ist gleich richtig. Er ist stinkig. Guck mal, er sieht aber auch eh wie so ein Stinkstiefel aus. Dann setzt sich halt weiter nach vorne. Also auf Dauer wird das alles ein bisschen anstrengend hier. Ich brauche mehr Hilfe in der Küche. So, machst du das doch? Wie kann ich denn die hier bedienen? Macht er das auch? Oh Gott, das ist stressig. Hat sie jetzt Feierabend? Nee, sie macht einfach nichts mehr. Okay, ich glaube, das war's. Und? Wie war der Tag? 142 Nettogewinn, ja, ein 4,5 Sterne Tag. Umsatz war okay, Verkaufsschlager. Ja, ist auch okay. Ah, was will er? Guten Morgen. Leider konnte ich gestern wegen des Symposiums nicht vorbeikommen. Hast du mit Cobra gesprochen? Oh, da fällt mir ein, ich habe Materialien beschafft, da Cobra mir gesagt hat, dass er gestern eine Drohne repariert hat. Oh, ein bisschen spät dran, was? Hahaha. Dank dir habe ich die Drohne gut reparieren können. Ich habe auch ein paar Vorräte besorgt. Hier sind die Bomben, die du haben wolltest. Außerdem... Oh, danke... Dr. Bacon, werden diese hier genügen? In Ordnung, kehren wir zu dem Felshaufen zurück. Oh, warte, ich bin noch nicht fertig. Ich fange heute an. Der Cobra-Laden ist offiziell eröffnet. Was ist das? Hahaha, die Lieferungen wurden unterbrochen, aber mit einer funktionierenden Drohne kann ich 3 Arten von Objekten an einem Tag transportieren. Sprich mich an und wähle den Cobra-Laden aus, um eine Leiste zu sehen, die sich jeden Tag ändert. Ich kaufe auch ein paar Sachen auf, die du nicht brauchst. Schau dir auch den Reiter verkaufen an. Ich habe so ein Gefühl, dass du hohe Preise verlangen wirst, aber es ist schön, sich vorbereiten zu können. Hahaha, ich verlange keine hohen Preise, nur weil ich die einzigen Geschäfte hier habe. Ich habe also habe keine Angst, öfter vorbeizuschauen. Also ich habe das Gefühl, dass dir gerade deine Geschäftstaktik herausgerutscht ist. Jedenfalls ist es an der Zeit, zum Felshaufen zurückzukehren, wo das Signal des Seevolks entdeckt wurde. Ja, dafür müssen wir aber natürlich, müssen wir natürlich unsere Ausrüstung irgendwann nochmal weiter verbessern hier. Das ist doch sehr weit unten. Du kannst zusätzliche Objekte kaufen und dein Objekt im Cobra-Laden verkaufen. Der Cobra-Laden ist nur morgens und nachmittags verfügbar. Gekaufte Objekte können nur einen Tag lang verwendet werden. Vergiss das nicht. Ach so. Na gut. Was will sie denn? Ich habe vergessen, dir was zu sagen. Was denn, Frau Yoshi? Wenn du mehr Mitarbeiter einstellst und mehr Zutaten kaufst, musst du dich um viele Dinge auf einmal kümmern. Echt? Deshalb habe ich beschlossen, dir eine Verwaltungs-App zu geben, die auf deinem Smartphone funktioniert. Mit ihr kannst du jederzeit den aktuellen Stand von Bancho Sushi überprüfen. Du kannst Status deines Restaurants ohne hinzugehen überprüfen. Das klingt praktisch. Ich habe die App bereits verlinkt. Warum überprüfst du sie nicht auf deinem Smartphone? Ich bin sicher, dass Bancho Sushi weiter wachsen und erfolgreich sein wird. Okay. Du kannst Informationen zum Bancho Sushi Bar in der Verwaltungs-App überprüfen. Probiere es auf deinem Handy. Ah, nur für den Fall, dass es im Internet etwas gibt, das sich zu dokumentieren lohnt. Wie wäre es, wenn du diese Unterwasserkamera mitnimmst? Eine Kamera? Genau, für die Forschung wird es von Bedeutung sein, wichtige Daten mit Fotos zu erfassen. Nimm die Kamera mit und gebe Bescheid, wenn ich den geeigneten Ort gefunden habe, um sie einzusetzen. Tschüss! So viele Dinge auf einmal. Okay, also jetzt schauen wir erstmal nach in die Verwaltung. Aha. Verkaufsschlager kürzlich. Verkäufe. Ich würde gerne noch mehr Leute einstellen. Kann ich mich vielleicht irgendwann auch mal so ein bisschen rausziehen aus dieser stressigen Kellnergeschichte? So. Was ist denn das Wichtigste für uns? Die Tiefe nochmal.
Ich will alles verbessern. Geht aber nicht. Muss mich auf zwei Sachen konzentrieren. Luftflasche und Taucheranzug könnte ich verbessern. Dann machen wir das doch. Okay. Und die Frachtkiste machen wir dann danach. So, gehe zum Felshaufen. Hinter dem Felshaufen. Und gehe zum Felshaufen. Wie kann man denn da hingehen? War das da, wo... Nee, warte, dafür brauchen wir diese... Nee, okay. Oh, guck mal, wie geil sieht denn bitte dieser Hagel da aus, der Regen. Der runterkommt, das ist ja fantastisch. So, und wir haben unsere Waffe, ja, ne? Das ist super, die haben wir jetzt dauerhaft, immer wenn wir ins Wasser steigen. Das gefällt mir außerordentlich gut. Wir müssen aber auch dran denken, dass wir Fischis fangen auch noch heute. Versuchen wir erstmal die Quest zu erfüllen. Hier, die finde ich auch ganz gut eigentlich. Die können wir auch super immer... Oh Mann, wie ich immer die falsche Taste drücke. Man muss erst A drücken. Okay, super. Das merken wir uns hier. Dem Sauerstoff. Das gibt's doch nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was haben wir hier? Oh, sehr, 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 sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Das brauchen wir auch auf jeden Fall. Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist diese Alge. Okay. Hey. Oh, ey! Das. Habe ich einfach mal ganz viele Fischis platt gemacht. Wollte ich gar nicht. Habe ich noch Schuss? Ja. Mann! Hilfe! Jetzt bist du aber hinüber, oder? Das gibt's doch nicht! Der ist immer noch nicht tot! So, ich versuche mir jetzt mal ein bisschen Sauerstoff zu holen. Dann gehe ich wieder runter. Oh, da. Ne, erst Sauerstoff, oder? Und dann die Munition. Ja. Da. Sauerstoff. An Munition und dann an den Hai ran. Ein Schuss jetzt sollte reichen für den Hai. Das andere wäre sehr lächerlich. Guck mal. Okay, das war's jetzt aber, oder? Ja. Jupp, sehr schön. Und dann weiter runter, weiter runter, weiter... Ach ja, diese Tintenfische. Ich habe ja einen Auftrag. Ich ignoriere jetzt mal die Tintis. Und tauche tief hinab. Da. Wir sind da. Versuche eine der Bomben, die Cobra dir gegeben hat, auf dem Felshaufen anzubringen. Hier oder was? Alles in Ordnung. Ist nicht ganz leicht, das über Funk mitzubekommen, weißt du? Wir können nicht zulassen, dass du in 1000 Stücke gerissen wirst und dich in Haifischkost verwandelst.
Ist überhaupt nicht furchteinflößend, so etwas mit einer derart nonchalanten Stimme zu äußern. Gut, jetzt bring ein wenig Abstand zwischen dich und die Bombe. So, schnell, schnell. So, das sollte genug sein. Und los geht's. Autsch. Ah, von unten oder oben machst du mehr Damage am Hai als von vorne. Okay, interessant. Jetzt ist der Weg frei. Von drinnen dringt ein schwarzes Licht. Geh hinein. Was ist, wenn da ein Monster oder etwas in der Art auf mich wartet? Das wäre doch eine unglaubliche wissenschaftliche Entdeckung. Ja gut, dann gehen wir mal rein. Oh, neue Region, okay. Was passiert denn, wenn man da mit sehr wenig Sauerstoff reingeht in diese neue Region? Oh, guck mal hier. Wow. Seevolk-Aufzeichnungsraum. Wow, dieser Ort ist... Wow! Er scheint eine Art Aufzeichnungsraum des Seevolkes zu sein. Mein gutes Bauchgefühl lag richtig. Es gab definitiv eine Seevolk-Zivilisation in dieser Region. Sieh dir das Wandbild da hinten an. Kein Mensch hätte das derartig unter Wasser malen können. Vielleicht stammen diese Zeichnungen von einer alten Zivilisation, die aufgrund von seismischen Aktivitäten untergegangen ist. Das ist ein gutes Argument, aber diese Art von Malerei und Architektur ist nirgends auf der Oberfläche zu finden. Bitte untersuche zuerst diesen Ort. Ich bin mir sicher, dass du eine Vielzahl interessanter Hinweise finden wirst. Ich untersuche. Mein Sauerstoff ist gelockt, das ist sehr gut. Das kann keine natürliche Säule sein, das sind mysteriöse Zeichen darin eingraviert. Okay. Sehr schön, sehr schön. Kein Sauerstoffverbrauch, kein Stress also hier. Dieses Wandbild zeigt eine Art Krieger oder König, er sieht mächtig aus, sein Unterkörper ist von Schuppen bedeckt. Ist das wirklich ein Wandbild des Seevolks? Weiß ich nicht. Ein Gemälde, das Delfine und Meerespflanzen zeigt. Anscheinend konnte das Seevolk nicht nur schreiben, sondern auch malen. Das sollte genug sein. Ich würde gerne ein bisschen weiter forschen, also mach bitte ein Foto mit der Kamera, die ich dir gegeben habe. Erstmal nehme ich das hier mit. Ach, das kann ich nicht mitnehmen, schade. So, dann machen wir mal ein Foto. Oh. Okay. So. Ah, okay. Yay! Ja, und? Das passt doch so perfekt. Ja, da war ich doch gerade. Ich sehe dort etwas auf dem Boden. Oh, es könnte ein weiteres Artefakt des Seevolks sein. Bring es mir. Das habe ich aber eben schon gesehen. Das ist ganz schön groß vor allem. Oh, die beschweren sich. Die wollen nicht, dass ich das nehme. Ey, warum nimmst du das? Los, bring das sofort zurück. Das ist das Geräusch von vorhin. Ein Aufzeichnungsraum voller Symbole des Seevolks. Was könnten sie aufgeschrieben haben? Und noch wichtiger, hast du nicht auch etwas gehört? Was meinst du? Über Funk habe ich nichts gehört. Kehre fürs Erste zum Boot zurück. Okay, okay, okay. Die werden natürlich jetzt sauer sein. Ich verstehe das. Wir haben einfach irgendwas genommen. Zumindest blinzelt das Bild da oben nicht. Okay, ich kann auch schneller schwimmen, ohne dass es meine Sauerstoffkapazitäten ruiniert. Jetzt können wir noch ein paar Fischis sammeln. Und dann können wir hier mit der Kapsel da nach Hause fahren. Au, ey. Au. Scheiße. Scheiß Barracuda Schwein. Ah, warum? Okay, wir haben einen großen Barracuda. Hey, was ist das denn? Ich muss jetzt hier noch ein bisschen... Gibt's doch nicht. Warum sind die denn so hartnäckig, die Leute hier? Was? So ein voll der mini kleine Popelfisch.
Was können die denn alle ab? Was ist das für ein seltsames Tier? Gibt's doch nicht. Ich bin auch schon total überfüllt, aber solange ich hier unten da direkt an der Evakuierungsstation bin, ist das ja, glaube ich, auch jetzt nicht weiter problematisch. Oder? Ich darf nur nicht zu weit weg. Ja, was ist das für ein Johnny da? Der dicke Barsch, den nehme ich auch nochmal mit. Ach, den kann ich gar nicht. Ich bin einfach so verdammt langsam, aber ich glaube, es macht auch keinen Unterschied mehr. Ich bin genauso langsam wie dieser Barsch. Was ist das? Oh, Bombenfalle. So, jetzt aber, oder? Das gibt's doch nicht. Kann ich den gar nicht mehr... Also, er ist auf jeden Fall ultra C. Ich weiß nicht, ob ich den kriegen kann. Vielleicht geht das einfach mal mit meiner Harpune nicht. Steht da irgendwo eine Meldung? Ich glaube, den kriege ich noch nicht. Ich muss die Harpune verbessern, nehme ich mal an. Ja. Oder ich bin zu voll, ich weiß es nicht. Na gut. Dann wollen wir ihm das ersparen. Aber er blutet schon so heftig, ey. So, was ist mit dem Ding da oben? Ey, wo war jetzt nochmal das... Okay, ich krieg gleich Panik. Ich weiß nicht mehr, wo das Evakuierungsding war. War das mir unter mir, ja, ne? Über dir? Oh Gott, danke. Kurz davor Panik zu kriegen. Weil ich das vergessen hatte. Kann ich nicht mehr aufnehmen, ne. Gut, dann schreiten wir zur Evakuierung. Leider sind sie zu voll. Sie dürfen die Kapsel nicht benutzen. Nein, das wird schon passen. Ernsthaft? Ach, ich dachte gerade, es hat nämlich nicht eingeloggt, aber es geht doch. So. Voll beladen, ne? Da ist er schon wieder hier. Hi! Hm, ein Artefakt des Seevolks. Hm, sehr interessant. Nun ja, ich bin froh, dass es dir gefällt. Ich muss dieses Artefakt und das Wandbild in meinem Labor weiter analysieren. Ich melde mich bald wieder. Tschüss! Das muss jetzt richtig, richtig Geld geben für mich. Das war eine sehr gefährliche Mission. Oh Gott, Touristen, nein! Oh, doch nicht Touristen. Hey, du da! Ich habe eine Explosion im Meer gehört. Weißt du, was da los ist? Was das angeht, Wir gehören zum Meeresblau. Wir sind eine Organisation, die Menschen aufspürt, die dieses schöne Meer verschmutzen und sie anzeigt. Manchmal übe ich Selbstgerechtigkeit für diejenigen, die besonders böse Taten begehen. Ich habe Berichte über jemanden erhalten, der hier in der Gegend sinnlos die Umwelt zerstört hat. Ich weiß nicht, ob du es warst, aber du solltest dir dessen bewusst sein. Wer dem großen Meer Schaden zufügt, bekommt es mit Meeresblau zu tun. Und mit mir, John Watson! Also dann, sei dem Meer auf immer dankbar und verliere nie die Liebe dafür. Ich werde jetzt gehen. Vorerst. Wir beobachten dich! Okay. Ja, alles klar. Was für ein gruseliger Typ. Kommen wir damit klar?
Diese Gruppe ist berüchtigt. Unter dem Vorwand des Umweltschutzes begehen sie Gewalttaten. Meist betrifft es vor allem große Konzerne mit ihren Fischereibetrieben, die der Umwelt am meisten schaden und nicht die kleinen Fischereien. Allerdings kriegen die Konzerne von nichts von ihnen ab. Ich vermute, sie lassen sich bestechen oder sowas Geschmackloses wie das. Der Typ sah nach Ärger aus. Es wird dir nichts bringen, auf ihrem Radar zu sein. Sei vorsichtig. Okay. Oh, guck mal hier. Doch, wir haben auch einiges an Fischis hier mitgenommen. Schaut mal. Wow. Guck. Sauber. Und wir haben sogar noch die Möglichkeit, einen zweiten Tauchgang in Angriff zu nehmen. Wir haben leider noch keine Kohle bekommen für unseren erfolgreichen Trip da in diese Höhle. Aber was soll's. Wir können trotzdem noch einmal runter. Und jetzt können wir, glaube ich, zum ersten Mal seit längerem, seit der Delfin kommt wieder angeflattert, einfach in Ruhe tauchen. Und frei sein. Und ich überlege gerade, ob ich jetzt eine spezielle Fischsorte suche. Schockschlagstock. Wo ist denn der Schockschlagstock? Ist das B? Ach ja, das ist B statt des Messers. Und dann könnte ich die komplett verbessern. Wisst ihr, was ich meine? Da gibt es eh schon so viele. Fischis, dass ich die gar nicht alle heute servieren kann, heute Abend. Ah, geil. Hier ist Muni, lass mich mal gucken. Was haben wir hier für eine Waffe? Ah. Okay. Die nehmen wir doch gerne. So, hier den hier zum Beispiel. Der hat immer Angst, ne? Zu Recht. Er hat nur einer getroffen. Oh, man ist leider sehr eingeschränkt. Was? Keine Muni. Was so die Richtung angeht, in die man schießt. Jetzt holen wir uns mal da oben die Muni. Was haben wir hier noch? Oh, Flammenharpune. Oh. Ich weiß nicht, das ist Level 1. Wir haben jetzt aber eine Level 2 Harpune, ne? Ernsthaft? Geil. Guck mal, der ist ja schon gebraten. Kann ich den jetzt einfach einsammeln? Nee. Oh, was muss ich machen? Hin und her wibbeln! Hin und her! Oh, dann muss das so ein Wibbelspiel ist das. Okay, gewibbelt. Irgendwas habe ich erfolgreich gewibbelt. Ich weiß gar nicht, welchen ich wibbeln muss. Okay, den haben wir auch. Dann gucken wir mal weiter. Wie viel haben wir jetzt schon eingesammelt? Oh, was, sind wir schon überladen? Ja, wir sind schon wieder überladen. Mist. Dann sollte ich mich nicht allzu sehr von diesem Sauerstoffvorrat entfernen. Ich bin natürlich immer sehr interessiert an... Ah. Okay, was ist los? Clown-Anglerfisch. Die können wir dann gut aufwerten, wenn wir viele von denen noch holen. Nämlich noch 4 Stück.
Ernsthaft? Ach, ich bitte Sie. Danke. So. Oh, da ist noch einer davon. Oh, die werden wir richtig aufwerten, die Fischis. Oh, den darf ich nicht mehr? Nee, darf ich nicht mehr. Mist. Okay, dann lass uns nach oben. In lächerlicher Geschwindigkeit müssen wir jetzt nach oben tauchen. Das wird eine Weile dauern jetzt, glaube ich. Aber wir müssen noch straight nach oben, 50 Meter. Ah ne, guck mal hier. Noch besser. Wir nehmen den Expressaufzug. Ich darf nichts mehr aufnehmen. So, dann Fluchtkapsel! Oh, wir sind so voll gepackt mit leckeren Fischis. Guck mal hier. Wow. Wir haben richtig abgeliefert. So, jetzt ab ins Restaurant. Das muss ein erfolgreicher Tag werden. Es muss vor allen Dingen ein sehr geschäftiger Tag werden. Wer bist denn du? VIP, Vincent Gourmet. Ach du meine Güte. Hallo zusammen, hier ist Yui von der Fernsehsendung Die Besten Köche. Heute bin ich in einer Sushi-Bar direkt an der Küste, die auf Cookstar gerade in aller Munde ist, und zwar im Bancho Sushi. Diese Sushi-Bar ist berühmt für ihre ausgefallenen Sushi-Gerichte und bei uns ist heute Sushi-Experte Vincent Yamaoka. Genau. Hallo Vincent, was ist eigentlich Sushi? Sushi ist eigentlich ein recht einfaches Gericht. Es besteht nur aus Reis, Essig, Wasabi und Fisch. Alles hängt von diesen Zutaten ab. Allerdings bedeutet einfach nicht einfach zubereiten. Also, es kommt auf die Qualität der Zutaten an, wie sie aufbewahrt werden und gereift sind. Wie der Fisch geschnitten und der Reis gekocht und geformt wurde. Gutes Sushi zuzubereiten ist eine wahre Kunstform, ja. Ich verstehe. Was denkst du über das ausgefallene Sushi, für das Bancho Sushi bekannt geworden ist? Die Zutaten für Sushi sind längst etabliert. Da wäre der Thunfisch, der König der Fische. Und von ihm vor allem das Bauchfleisch. Dann die japanische Flunder und die Gelbschwanzmakrele mit weißem und rotem Fleisch. Alles altbewährte Zutaten. Verstehst du? Dass man es trotzdem wagt, von diesen seit der Edo-Zeit üblichen Zutaten abzuweichen, zeigt eine gewisse Respektlosigkeit, auch wenn es vielleicht gut schmecken mag. Du hast einmal die California Roll als Möchtegern-Sushi bezeichnet, daher sind wir jetzt besonders gespannt, was deine Meinung zu Bancho-Sushi ist. Also gut, beginnen wir doch mit dem Star der heutigen Show. Dies ist Bancho, der Eigentümer. Ja, das kommt alles so plötzlich, also ich bin Ban. Er ist ein bisschen wortkarg, das kann nur heißen, dass er durch seine Kochkunst spricht. Von der Sushi-Bar gibt es eine grandiose Aussicht auf das riesige blaue Loch und der Koch scheint ein Meister seines Fachs zu sein. Ich bin schon sehr gespannt, wie das Essen hier schmeckt. Vincent, was nimmst du? Je mehr Wert ein Restaurant auf Äußerlichkeiten legt, umso weniger interessieren mich seine Gerichte. Du da, Bancho, oder? So heißt du doch. Lass mich mal sehen, was du so zu bieten hast. Mal sehen. Bring mir etwas, das mich überrascht. Wow, Vincent fordert heute wohl sein Glück heraus. Er hat gerade dem Koch die Entscheidung überlassen. Ich kann hier nicht einfach sitzen und seinen Vorurteilen zuhören. Gib mir 2 Tage, ich werde dich bestimmt schockieren. Ein Duell zwischen einem traditionsbewussten Gourmet und einem experimentellen Koch, das wird noch spannend. In der nächsten Folge werden wir live auf Sendung sein. Nicht vergessen, schaltet wieder ein bei Die Besten Sterneköche. Was denkst du, was wirst du jetzt machen? Ein Mann läuft nicht einfach von einer Herausforderung davon. Ich habe da schon eine Idee. Kannst du mir helfen, die Zutaten zu besorgen? Ich brauche Meerestraube und gepunktete Wunzmutzqualle. Beide findet man in der Kalksteinhöhle in ungefähr 100 Metern Tiefe. Übrigens muss man die gepunkteten Wurzelmundqualle lebend fangen. Du brauchst also eine Betäubungskanone oder eine Netzkanone. Also aus denen willst du Sushi zubereiten? Naja, okay, eine Kalksteinhöhle, ja. Ich werde sie finden.
Auftrag aktualisiert. Okay, wir haben noch Zeit. Dann wollen wir erstmal... Ich will noch mehr Personal einstellen hier. Hiring. Hiring. TV-Werbung, Internet-Werbung. Na Mann. Ich brauche mehr Leute. Das geht so nicht. Ich glaube, wir haben jetzt auch nichts mehr, ne? Ne, kein nichts im Wartezimmer. Okay, dann lass uns nochmal ein richtig geiles Menü zusammenstellen. Also, guckt euch das mal an. Wir haben so viele Sachen hier. Wir können richtig was veredeln. Also, das sind alles neue Sachen hier. Lass uns mal gucken, was hier... Oh, das auf jeden Fall, ne? Der Weißspitzenhai. Den können wir aber auch veredeln, aber das Ding ist einfach... Die lieben das. Unseren Sepia. Okay, also nehmen wir mal erstmal die besten Sachen. Also erstmal der Hai. Haben wir dann nur einmal, aber ist okay. Wir haben ja auch jetzt eine neue, einen neuen Slot auf der Karte noch erhalten. Dann sagen wir mal auf jeden Fall... Oh, den können wir aufwerten. Guck mal hier, wir werten den auf. Das ist gut. Okay, die Veredelung ist abgeschlossen. Wir können ihn, glaube ich, sogar noch ein zweites Mal veredeln. Na, da können wir ihn aber nicht mehr verkaufen. Dann ist es zwar für künftige Fänge ein sehr interessanter Fisch, aber für den Moment. Das Ding ist hier, alles, wovon ich nur einen habe, sollte ich vielleicht erstmal veredeln, ne? Ich noch nicht. Ich brauche drei davon. Natürlich jammer. Okay, die kann ich noch nicht veredeln. Wie machen wir das jetzt? Stufe 1. Davon habe ich 4. Was kostet die Veredelung? Ja, komm, veredel mal. Torpedomakrele kostet auch 3. Ich muss auch noch irgendwas mitnehmen, wo ich richtig viel... Das hier zum Beispiel, ne? Weißspitzen-Riffhai-Sushi. Das ist ja quasi dann... Nee, pass auf, den nehmen wir noch mit drauf. Wir brauchen auch ein bisschen Quantität. Wir brauchen auch ein bisschen Quantität. Und von der Torpedomakrele könnten wir dann... Ach, sehe ich das richtig? 5 Gerichte? Das Ding ist jetzt richtig schön veredelt. Aber wir können direkt nochmal, ne? Okay, jetzt haben, ey, wir haben einfach richtig viel zu essen. Wir werden richtig viel, wir machen richtig Gewinn. Leopardforellenbarsch. Oh, wo geil, es ist ja fantastisch. Komm, den veredeln wir auch. Der kommt nochmal auf die Karte. Und als letztes nehmen wir... Eins von den beiden. Ah, nee, das, okay, das können wir nicht veredeln. Dann nehmen wir das zum Veredeln. Und... Ah, oh, die Sepia können wir nicht veredeln, das ist schade. Den Rest können wir auch nicht veredeln. Auch nochmal mindestens 3. Aber dann nehmen wir... Oh Mann. 26, 38, 26, 40. Dann müssen wir eigentlich das Sepia-Sushi nochmal draufnehmen. Ja. Okay, ja, schade. Da verlieren wir ein bisschen was. Kann ich das auch verkaufen? Nee, ne? Ich glaube, wo war das? Achso, das ist die Geschichte mit den Karten. Ich glaube, ich kann die Fische, aber ich weiß nicht, die behalte ich ja. Sind die dann am nächsten Tag weg wahrscheinlich, ne? Ich glaube nicht, dass ich die verticken kann, leider. Egal, dann lass uns mal anfangen. Open up! Da kommen die ersten Leute. Sie will, er will Tee. Kriegst du? Perfekt! Nice. So, was macht die Bedienstete hier? Die soll auch mal irgendwas machen.
So, Tee. Ich brauche mehr Leute. Ich krieg richtig Ärger gleich. Wenn die nicht rechtzeitig bedient werden. Ich brauche einen neuen Koch und alles. Oh Gott, ich brauche mehr. Das geht nicht. Ich brauche noch einen Koch. Das funktioniert so nicht. Tee, kommt sofort. Wer wollte den Haifisch haben? Oh Mann, da hinten, die sind gleich richtig pisst. Oh Gott, schaffe ich das noch? Oh Gott. Nein, da ist es doch! Zum ersten Mal, dass das nicht geklappt hat. Oh Mist, einer ist richtig sauer. Das geht natürlich hier wahrscheinlich auf die Bewertung. Aber ich hatte es doch schon in der Hand. Na, 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 na. Aber wir haben ganz gut Geld gemacht. Aber es zeigt auch, wir brauchen mehr Personal. Wir brauchen noch einen neuen Koch. Oh, was ist das denn? Guck. Oh Gott. Da werden wir gleich zur Hilfe eilen müssen, nehme ich mal an. Dave. An dieser Stelle werden wir nicht erfahren, was Dr. Bacon von Dave möchte, denn wir müssen aus Zeitgründen eine Pause machen, so leid mir das tut. Das ist Dave the Diver. Brandneues Spiel. Es macht total viel Spaß. Ich mag diese Abwechslung aus Tauchen. Das Tauchen ist echt lustig. Dann bist du wieder in diesem Restaurant und das sorgt halt echt dafür, dass man nicht so eine Ermüdung bekommt für einen dieser beiden Aspekte. Und draufgeproppt ist dann natürlich zum einen diese Erzählung mit den verschiedenen Charakteren, die haben immer unterschiedliche Aufträge gegeben. Es gibt diese Story mit diesen mehr jungen Menschen und diesen Rollenspielaspekt, dass man sich seine Ausrüstung verbessert, dass man wirklich Bock hat, ey geil, ich kann länger tauchen, ich krieg mehr Feuerkraft, kann größere Fische fangen, hab mehr Ladekapazität und so weiter. Das ist eine Rezeptur, die total gut im wahrsten Sinne Rezeptur funktioniert für mich. Macht mich echt ein bisschen süchtig und darüber hinaus gefällt mir die Optik auch sehr. Also es ist sehr, sehr liebevoll gemacht. Das ist echt ein schönes Spiel. Wie gesagt, es ist ganz, ganz neu. Ihr könnt euch das auf Steam kaufen. Ich bin mir nicht sicher, wo es das noch überall gibt. Ich habe es einfach auf Steam gesehen und einfach mal gekauft und es hat sich gelohnt für mich. Dieser Kauf hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das auch Spaß gemacht. Schreibt mir gerne in die Comments, ob ihr das noch weitersehen wollt oder wie es euch generell gefallen hat, ob ihr das Spiel schon kanntet oder ob ihr es hier vielleicht zum ersten Mal gesehen habt. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Derzeit 17,99 €, sagt Fanska. Vielen lieben Dank. Das ist, glaube ich, so ein Schnupperangebot. Es wird, glaube ich, eigentlich 23-24 € oder so kosten. Also momentan gibt es es noch ein bisschen günstiger. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war's von mir und Dave. Und immer dran denken, Druckausgleich, ne? Macht's gut, Leute. Ciao.